White Russian, Hack and Slay. Boah, ich bin so froh, dass Dys das nicht rausgeschnitten hat letztes Mal, sonst wäre jetzt aufgefallen, dass ich diesen, naja, selben erbärmlichen Wortwitz zweimal nacheinander bringe. Das wäre irgendwie ganz schön peinlich gewesen und das geht ja nicht. Nachdem Billy ja ein Gerät nach dem anderen eingefahren bekommen hat, ich weiß auch nicht von wem, sind wir jetzt quasi an der nächsten Etappe angelangt, nämlich dem steinigen Weg, sich wieder nach oben zu arbeiten. Und das wird vermutlich lang dauern und, keine Ahnung, vielleicht auch Spaß machen, bin ich mir noch nicht sicher. Wir haben am Anfang des Spielabends immer halt so ein paar Sachen zusammengefasst, bla bla bla, weil wir jetzt auch über einen Monat gesprungen sind in Time. Da das aber selbst für mich bei dem erneuten Reinhören nicht hundertprozentig verständlich war, mache ich das jetzt hier mal kurz. Und zwar, Billy hat sich eine Wohnung in der Nähe von Valley gesucht in Donskoy und hat dann auch angefangen, wie abgesprochen, nach dem Monat Ruhe im Playground zu arbeiten. Und die restlichen Ereignisse finden dann quasi ungefähr eine Woche nach dem Arbeitsanfang statt. Genau. So, zur Folge, es wird sehr viel gelacht bei uns und was du zu Hause machst, ist mir ja eigentlich auch egal. Und ich finde es sehr schön nochmal, so beim Schneiden ist mir aufgefallen, wie vorsichtig sie plötzlich alle mit dem SL umgehen, nur weil er geweint hat wie ein Mädchen und nur weil sie jetzt Angst haben. Das finde ich gut, das kann so bleiben. Ich will auch respektiert und gefürchtet werden, kann ich ja vom Leben auch mal erwarten, nicht nur Jojo. Ansonsten viel Spaß und bleibt geil. Ich entscheide also, genau. Jetzt einfach, was passt auf. Wieso? Ich habe doch schon gesagt, was Sache ist hier. Ja, ich sag dir auch, was Sache ist. Wir haben noch nicht genau gesagt, wie lange du dort arbeitest. Na, ich würde vorschlagen, so 8 Tage, ne? Sind genau. Bisher. 8 Tage sind rum. Also von der neuen Arbeit. Das heißt, du hast über einen Monat erstmal irgendwo bei Valley gewohnt. Eine Zeit lang, bis du eine Wohnung hattest. Dann in der Nähe von Valley Preis und so. Machen wir dann irgendwann anders. Mal ist jetzt langweilig. So 100, 200 Meter weg von Valeria. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Genau. Bisher war Arbeitsaufgabe hauptsächlich nicht Kinderärsche abwischen. Er hat gesagt, es wäre halt richtig geil und eigentlich auch notwendig, dass wenn er keinen hat für die Kinderärsche, dass du dann mal einspringst. Das war bisher noch nicht nötig, sondern hauptsächlich Mitgliederverwaltung, irgendwelche tatsächlich Spielepatches installieren, ja, aber nicht nur, und so ein Kram halt. Das war alles noch relativ unspannend. Auch war es natürlich immer die Möglichkeit, wenn da irgendwelche Sachen sind, wie zum Beispiel Kochwettbewerb oder Daumenwrestling-Wettkampf oder so ein Scheiß, was da immer mal ist, auch unter den Mitarbeitern sind da irgendwelche merkwürdigen Actions. Kannst du natürlich teilnehmen, wenn du möchtest. Aber, nix aber. Dein Gehalt ist bisher eher so untermittelmäßig. Ja, Moment, die Arbeit, wenn sie 8 Tage da arbeitet, dann hat sie ja eh nichts verdient, oder? Ja, das, was dir bisher angesagt wurde. Aber er hat ja auch gesagt, es ist aufstiegsbemöglicht. Und das ist selbstverständlich ein Wort. Begünstigend, weil Brüste? Nee, weil du gesagt hast, dass du dich mit Computern auskennst und so. Ach so. Und dass halt gebraucht wird. Nee, aber er kommt dann halt irgendwann, während du wieder mit diesem eher stupideren Kram zu tun hast, an ihr Laufen? Ja, angelaufen. Knallt sich zu dir, neben dir quasi auf dem Stuhl, glotzt auf das, was du da so machst bisher, also wobei er relativ schnell bemerkt, dass es AR ist und er es halt sowieso nicht sieht. Nein, alles klar. Ja. Super. Die Sache ist die, der Dude ist ausgefallen, Alter, der kommt nicht zurecht und ich werde mir überlegen, was ich mit dem weitermache, weil das geht nicht so weiter. Aber du hast ja gesagt, Computer und so sind voll dein Ding und bisher hattest du ja auch überhaupt keine Probleme. Ich dachte, du musst mal irgendwie nachfragen, aber war ja das voll super. Und deswegen. Wir haben hier so ein bisschen Musik gekauft und so einfach Kopierschutz umgehen, cracken, kriegst du doch hin, oder? Zeig mir das doch einfach mal. Ja, gib dir einen Datenchip. Es sind lächerliche 200 Titel drauf, viele davon von Brendan Tasks, neuen Live-Album, aber auch von Talim Hesikas und von ein paar anderen eher unbekannten Leuten, aber halt ganz und viel diese Pop-Richtung. Und den Kremlkrauts, das ist natürlich das Geilste. Richtig. Kremlkraut 2070, das gefällt mir. 80, wusste ich natürlich. Wir weißt du, wann wir spielen? Klar. Ja, jetzt ist Juni, ne? Also sprich, wir müssten Ende Juni jetzt dann eigentlich 28. haben. Juni! Yay!
Darf ich noch ganz kurz einwerfen, dass ich jeden Abend bei Valeria im Blue Cat sein werde, um den Damen die Nägel und das Make-up zu machen? Na klar, gern. Gut, wollte ich schon angemerkt haben hierbei. Du kriegst da vermutlich relativ schnell auch irgendwie eine Räumlichkeit, dass du da auch Leute empfangen kannst. Also deine nicht nur die Mädels halt, sondern deine alten Nagelkolleginnen da. Ja, das waren eh überwiegend die Mädels von Wally. Ja, aber so Leute wie Sanja oder sowas oder Nee, bei die. Sanja wird sie hinfahren. Sanja kommt nicht in den Puff. Nee, Was? Sanja kommt. Nee, Sanja wird Aber nie das in ist den Puff doch gehen. kein Puff, es ist ja ein Bordell. Nee, okay, dann passt Da es. hat er recht. Ist total Was, wer der hat jetzt. Unterschied, weißt du, für Geld ficken, da ist Puff oder Bordell total das. Ich habe jetzt Meine nicht Düse verstanden, hat wer recht recht. hat. Dankeschön. Du Düse, weil ich mir das Danke. auch nicht vorstellen kann, weil ich auch glaube, dass da noch viele Leute irgendwie da eher die Nase rümpfen. Danke. Geht's schon wieder los, oder was? Ja, Das okay. hat damit nichts zu tun. Das war jetzt auch, glaube ich, keine, das war eher konstruktive Kritik. Ich kenne keine konstruktive Kritik. Immer wollt ihr mich auch fertig machen. Ja, okay. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich. Aber Natürlich wir kommt müssen Sanja das auch ab und unbedingt, zu vorbei. wir müssen das unbedingt ablegen, Leute. Ihr müsst, also jetzt wird's mir ein bisschen unheimlich. So viel Liebe wollte ich dann doch nicht. Und ich weiß, ich bin eine Frau, der man es nicht recht machen kann. Das letzte Mal, als ich aufmüpfig war, Schweige Ja, Minute. Jojo, du musst ausziehen und du hast sämtlichen Besitz verloren und außerdem schwebt ein riesiger Kuhfladen über dir. Ich zieh nach Zschopfnu. Okay, gut, du bist tot. Phosphoreszierend. Ich bin So, tot? wunderbar, wo waren Oh, wir? ich Wir bin waren gerade bei den gestorben. Musikdateien, die du bekommen hast. Richtig, ja, ich werde mich gleich mal dran machen sofort und versuchen, das Ding aufzuöffnen. Also den Kopierschutz. Mach mal bitte doppelte Resonanz. Ach so, der Würfelbefehl ist übrigens Klammer auf, SR, Habe Würfelanzahl, ich Klammer gesehen. zu. Ach so, gut. Resonanz? Weil gecrackt kriegst du es eh, aber ich will noch was anderes gucken. Eieiei. Doppelte Resonanz, sagt er. Drei Erfolge, der Herr. Pure Awesomeness. Okay, Geheimnisse sind ja die Feinde von Babel. Und also so Cracken ist schon mal auf jeden Fall eine Sache, die. Wow, ist TeamSpeak zu ja. Dir liegt. Ach, da war ja noch was. Und du schaffst es nach einer erstaunlich kurzen Zeit, und damit meine ich wirklich so 4, 5 Minuten, den Kopierschutz, obwohl es halt mehrere unterschiedliche Kopierschütze sind, zu knacken. Und zusätzlich verbessert sich leicht die Audioqualität von den Musikstücken. Die Audioqualität beim okay. Ich weiß, dass das keinen Sinn ergibt, deswegen bist du ja Technomancerin. Nee, es ist, das Oh waren ja. zum Teil ja Live-Aufnahmen, wo du ja immer noch so ein bisschen Gebrösel im Hintergrund hast und das waren halt zum Teil auch mehrfach schon kopierte Dateien von kopierten Dateien von und so weiter, wo das dann irgendwann ein bisschen komisch wird, wenn die nicht immer legal und was weiß ich. Aber genau, du kriegst es sehr schnell hin, das zu kopieren und das scheint irgendwie alles jetzt harmonischer zu sein. Mensch, es tut mir leid, ich hab's, glaube ich, kaputt gemacht. Wie heißt denn der Typ eigentlich nochmal? Gandhi. Wie? Ach, Gandhi, richtig, den mochte ich ja nicht. Stimmt. Gandhi! Das habe ich natürlich nicht laut gesagt. Das wäre mein. Ach stimmt, so heißt der Typ, aber den mochte ich nie. Du bist das hier. Ich hab, ja, ist weg. Aber hörst dir mal die Bitrate jetzt an. Hä, schon? Was, wie? Wow, Was? das ist ja, wieso bist du so schon fertig? Das ist Ich ja habe einen guten Comlink. cool. Geht ruckzuck mit dem Comlink. Der hat einen guten Prozessor, das arbeitet wunderbar. Und Ach es ist ja nicht so. so schwer, da einfach so ein paar Dinger aufzucracken. Das hättest du auch hinbekommen. Nee, also ich meine, Jo. ich kann so meinen alltäglichen Schritten machen, aber das, also weiß nicht, Kopierschutz, da hätte ich mich zumindest belesen müssen und irgendwo hört's auf. Also ich lesen lerne, so viel mache ich nicht für die Firma. Nee, aber es ist ja richtig geil und Bitrate hast du gesagt. Ja, die hat sich ein bisschen, irgendwie da war noch was versteckt hinten dran. Das wäre jetzt Konnte man viel noch ein bisschen höher. rauskratzen. Ja. Wo geil. Dürfte Also immer so wir. krachen jetzt, wenn's abspielst. Und ich habe auch das Gefühl, irgendwie, weiß ich nicht, ob das jetzt Einbildung ist oder so, aber ich bin ja nicht ganz so der Brandon Task-Typ, okay. Aber ich habe mir das alles mal anhören müssen und bei dem Konzert, warte mal hier, bei dem Titel Where the Fuck's My Bike? Da war am Anfang so eine total hysterisch kreischende Bitch bei der Live-Aufnahme und die ist irgendwie weg, oder? Ich höre so einfach nicht mehr, aber geil. Ach so, die ist rausgefiltert, ne? Geil, super. Sag mal so, das war überhaupt kein Problem, ist für dich? Ja. Das ist ausgezeichnet. Wir müssen uns dringend um eine Vertragsveränderung kümmern. Hab ich das Gefühl, zumindest wenn das so weiterläuft, das ist richtig geil.
Jo, was heißt denn das? Ja, dass du mehr Kohle kriegst und weniger den Scheiß machst, den ich auch machen könnte, wenn Bock ich nicht hätte. so abgeneigt hätte von so Verwaltungsaufgaben. Aber ich meine, da ich nicht cracken kann und du schon, ich das andere machen kann und du nie, du auch, also was ich meine, geil. Also ich meine, ich muss ja nur ein bisschen gucken, weil dass wir da den ganzen Scheiß rankriegen, aber das wäre an sich schon, und dann könnten wir auch Spiele cracken und Spiele cracken. ja, ich meine, ein paar Typen kommen halt auch her und wollen Spiele für ein bisschen weniger Geld und die kriegen dann halt nicht die offiziellen Versionen. Was ich mich gerade mal frage, wir haben ja ein paar Spiele hier, also vor allem die Matrix-Spiele auf Localhosts laufen. Ah, ihr habt doch einen Gaming-Server hier stehen, ne? Genau, und was ich mir neulich überlegt habe, es wäre doch wirklich ausgezeichnet, wenn Leute herkommen würden, weil sie sagen, hey, wenn ich im Playground zocke, bin ich plötzlich immer viel besser, als wenn ich das am Heim-PC mache. Wenn man da zum Beispiel einfach irgendwie die Belohnung oder die Spielschwierigkeiten ein bisschen modifiziert, dass sie sich einfach geiler vorkommen lassen. Meinst du, das geht? Du meinst die Accuracy vereinfachen? Also Zum die. Beispiel ein bisschen die Gegner-Health runtersetzen, nicht so viel, dass sie es halt merken, aber halt so, dass es schon eine Spielwirkung erzielt im Großen und Ganzen. Ja, Oder machen wie? lässt sich das. Also ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob die Idee besonders gut ist, aber ich dachte mir halt, das könnte ja was sein, wenn die immer denken, boah, ich spiele ja viel geiler. Ich meine, sowas bilden sich alle Leute mal ein, ohne was so Hintergedanken gleich zu haben. Das wäre ja eigentlich eine Möglichkeit. Also wenn du beim Shooter die Spielgeschwindigkeit leicht erhöhst, dann kann man besser die Accuracy faken, ohne dass es gleich auffällt eigentlich. Ja, oder zum Beispiel einfach auch die Hitbox, die Hitbox der eigenen Person ein bisschen reduzieren oder sowas. Ja, Das dann wäre auch noch aber wenn du dann möglich. beim wenn du dann beim One-on-One kriegst du dadurch keinen Vorteil, wenn die Leute Ja, gegeneinander beim spielen. One-on-One geht's natürlich nicht, das richtig. Das geht nur beim Practice-Mode, aber das wäre dann auch nicht so toll. Ehrlich gesagt. Ja klar, die Leute kommen hier auch mit Freunden zu spielen. Das Richtig. stimmt. Da würdest du dann einem den Spielspaß verderben, dem anderen dann natürlich nicht, aber. Das stimmt schon. Aber generell, okay, denke ich mal drüber nach, guck ich mal und dann können vielleicht wir beide uns da mal die nächsten Tage dran setzen. Das wäre mal was. Und dann musst du auch nicht irgendwelche dreckigen Kinderpopos abwischen, worauf du, glaube ich, auch überhaupt keinen Bock hast, was völlig in Ordnung ist. Ich habe ja Gott sei Dank noch Wiki dafür. Ich bin auch sehr froh, dass sie das jetzt wieder macht. Die Kinderpopos abmischen. Naja, die ist so eine Kindergartentante, weißt du, die wird selten laut und das ist, ja, zum Teil schon, okay, und das, ah, das, weißt du, da sind die Eltern auch zufrieden und die Kinder heulen nicht rum und sie hat's einigermaßen im Griff, das passt schon. Abgesehen davon, ja, Kinderärsche ist sowieso so ein Ding, wenn du da erstmal ankommst oder irgendwelche dreckigen Kinderärsche abwischst oder denen die Hose wechselt, weil sie wieder eingeschifft haben, dann kommen nachher immer die Leute und gucken dich an, wo ich mir denke, Alter, ich bin doch nicht deswegen pädophil, aber das ist völlig irrelevant, was wichtig ist, was wirklich wichtig ist. Hast du Bock auf eine Runde, und zwar heute Abend, Go-Kart Laser Tag. Was? Haben wir Du schon mal meinst gemacht? Go-Kart fahren? Und gleichzeitig Laser Tag spielen, genau. Wo hat man denn da die Knarre? Na, in der Hand, du musst dann halt einhändig fahren, du hast so eine Art Holzhammer dran geschraubt, wo du das halt einstecken kannst, aber ich meine, im Fahren schießen ist dann halt relativ kompliziert und sonst musst du halt anhalten. Ja, klar, warum nicht? Geil, wir haben das letzte Mal schon in so einem Parkhaus gemacht, was wir für den Tag gemietet haben. Und im Zuge von, warte mal, wie heißt das? So Mitarbeiter-Kooperations-Shit habe ich mir gedacht, könnte ich mir da durchziehen. Letztes Mal wollte ich es mit Besuchern machen, also mit Mitgliedern hier, die Käufer, ich weiß schon, Kunden. Hat nicht so funktioniert, egal. Auf jeden Fall, genau, wollte ich das mal wieder machen und hatte gedacht, heute Abend kurzfristig geht vielleicht. Also wenn du Bock hast, kommst du vorbei. 19 Uhr ist überhaupt kein Ding. Ich gebe die Adresse später noch. Und wenn du Bock hast, kannst du hier, Zwergnase mitbringen, die war da auch schon mal zur Not, weil ich noch einen Mitspieler brauchte. Ich schreibe schon eine Nachricht immer an Jojo OT. Sehr gut. Dass wir uns halt ab. Wo ist das genau, Gandhi? Straße. Genau da. Gut, nee, klar, dann macht ihr da eigentlich auch Promo dafür? Dieses Mal nicht. Ich wollte es mal wieder irgendwann aufziehen mit Mitgliedern, aber heute ist wirklich nur für die Mitarbeiter gedacht. Mitgliedern, ja. Ich verstehe, okay. Also Mitarbeiter, so ist das Nee, richtige Wort. ich hatte halt gedacht, dass man vielleicht eine Promo-Aktion draus macht, indem man einfach den Video-Feed und dann später zusammenschneidet und das Ach, dann das die eure meinst Page lernt. Ja, natürlich. So ein Epic-Zusammenschnitt von den besten Schüssen mit den besten Fahraktionen. Da wird ja ein paar Leute dabei sein, die richtig gut fahren können, oder?
Und dann einfach noch ein paar Explosionen in den Hintergrund animieren, denn jeder Ach, es mag geht. Explosionen. Klar, vor allem Generals. Ja. Ja, ist eigentlich wirklich geil. Siehste? Das können wir machen, das ist voll gut. Jo, war nur mal so eine schnelle Idee. Gefällt ausnehmend. Mach mal so. Gut, dann heute Abend um 8 oder was? Habe ich jetzt richtig verstanden? Um 7. 7, ja, okay, 7. Okay. Ja, sind wir da? Komm mal hin, mach mal. Geil. Pass. So. Ich. Kinderärsche. Juhu. Du? Yay. Sagst du, Vicky, den Gruß? Mach ich, mach ich. Die ist ja heute Abend, glaube ich. Die ist bestimmt auch da. Wenn nicht, muss ich sie herzerren. Na, vielleicht nicht. Na egal. Bis dann. Jo, Jojos Ding rappappelt mit der Nachricht. Jojo antwortet. Ich war zu langsam, sorry. Du warst leider zu langsam. Jojo antwortet. Guck mal, wie die Bremse eben reingehauen hat. Hast du gehört, ne? Entschuldigung, ja. Jojo Ja. antwortet, ne? Entschuldigung, Wann, Jojo. wo, wie, bin da? Ja, da um 7. Komm. Gut. Gut. Ja. Siehst du um 7 da? Ja, Billy ist kurz nach 7 da. Im, In dem Parkhaus an der genau. benannten Straße, dessen der Namen ich auf jeden Fall nochmal wiederholen könnte, aber es mir auf jeden Fall viel zu anstrengend wäre. Ich hab verstanden, Kruschka-Straße. Ich habe einfach nur irgendwelche sinnlosen Silben und Vokale aneinandergereiht, also Jojo fängt Konsonanten. Billy übrigens ab vor dem Parkhaus. Sie geht kurz rein, sagt Hallo, sagt, sie muss nochmal kurz raus und fängt Billy vom Parkhaus ab. Oh mein Gott. Ja, Billy kommt angelaufen von der Bushaltestelle. Hallo! Huhu! So, stehen bleiben, genau da. Hände hoch. Ja, Also aber Billy nur nimmt die halb Hände hoch. hoch. Nur halb hoch. Ja. Wie, bist du quasi, was weiß ich, angewinkelt oder was? Ja, genau, angewinkelt. Angewinkelt. Nicht Jojo kommt auf angepinkelt, sie bitte. zu. Nein, angewinkelt, nicht angepinkelt. Das kommt Sag ich später. doch. Wie? Na, wenn wir den White Russian durchgezogen haben und, nein, Quark, Scherz, und unsere Blase nicht mehr halten können. Nee, ganz, was ganz anderes. Pass auf. Sie will eigentlich noch was sagen, aber fällt sich dann selbst ins Wort und macht ihren Rucksack auf, holt etwas raus. Das ist in, naja, Packpapier nicht, aber in Äquivalent angewickelt. Und das legt sie dir auf die angewinkelten Arme. Es ist weich. Zeitungspapier. Ja, sowas in der Das ist ein Art. Pelz. Nee, so dick ist es nicht. Ach so. Hätte ja auch eine Boa sein können. Also eine Pelz. Pelzboa, Nein, es ist auch keine Pelzbohr. Ja, ich pack mal aus. Ist schon Weihnachten? Nein, es ist kein Weihnachten. Yay, was ist ja? Huch. Es ist dein Kleid. Ein Kleid. Ein Ja, es ist dein Kleid? Kleid. Ja, es ist dein Kleid. Ein für den Sommer. Ein Sommer, Dankeschön. Warum denn? Warum nicht? Das, das Kleid ist, also, er hatte das ja verlinkt, ne? Es ist ja Ja. relativ dünn vom Stoff. Es ist schwerer als, ein bisschen schwerer, als der Stoff es glauben machen würde. Sieht aber komfortable vor allen Dingen vom Tragedings aus. Dankeschön, das ist voll lieb. Das Ja, ist hübsch. es hat ein kleines Extra. Was denn? Ein Na, Drogenversteck. nee, Drogenversteck nicht, aber, Schade. nein, aber es ist ein bisschen, na, es verleiht ja eine etwas dickere Haut, wenn du verstehst, was ich meine. Es ist Ich gepanzert. hab ja auch leicht zugenommen. Nee, es ist nur gepanzert. Ach so. Ja. Dankeschön, das ist voll lieb. Bitteschön. Anziehen tue ich das jetzt aber nicht. Ich kann ich Nee, bei dir das ins Auto ist. legen bis nachher? Ich bin mit dem Bus da. Bist du nicht mit dem Bumsbully gefahren? Nee, der steht vor, also vorm Haus. Okay. Ja, klar, können wir zu mir ins Auto legen. Ich nehme das dann nachher mit. Gut. Danke. Tada! Wieso bin ich jetzt Gut. hier eigentlich nochmal eingeladen? Der Gandhi hat gesagt, wir sollen hier zum Mitarbeiter-Racing kommen. Also Lasertag, Go-Kart. Ja, aber ich frage mich, Und warum ich jetzt schon wieder eingeladen bin. Ha, der hat egal, gesagt, der das werde mag ich ihn dich selber vielleicht. fragen. Das werde ich ihn gleich selber fragen. Frag ihn doch selber. Das ist am einfachsten. Ich glaube auch, oder? Doch. Ja, ich bin voll die Mitarbeiterin. Muhaha. So, Jojo läuft in Richtung des Parkhauses. Jo, Und zieht Billy hinterher an der Hand. ihr lasst den leicht betrunkenen Aztec-Lohnsklaven zurück, der sich gerade fast schon handgreiflich mit seinem Neonet-Konkurrenzkollegen angeht. An sich ist die Gegend nicht ultra schlecht. Es ist ein Standard-Parkhaus, was offensichtlich wirklich ausschließlich für dieses Event irgendwie gemietet wurde. Es scheint jetzt nicht so das Superding zu sein. Es ist ein bisschen eingefallen, aber alles noch befahrbar und alles noch okay. Drinnen hat man aus den oberen, was nennt man das, Stockwerke? Stockwerken Parkdecks.
Pokédex. Sophisticated. Bist du klüger als ich? Komm, ja. Abzug. Sie hat es halt einfach nur richtig benannt. Das sollte jetzt doch eigentlich gar kein... Stimmt. Das ist, also auf dem Pokédex. Vielstimmiges Gewirr. Wobei offensichtlich mehr Stimmen als Mitarbeiter dort, also eigentliche Mitarbeiter, zugegen sind. Vielleicht ist deswegen auch die Einladung erfolgt. Auf jeden Fall geht ihr da hoch. 2 Pokédex, bevor die Menschenmeute erreicht wird, seht ihr noch in der Ecke Vicky, die euch noch nicht bemerkt, die Lasertag-Pistole irgendwie so vor sich ausstreckt, ihr extrem zitterndes Handgelenk dabei begutachtet, dann sowas sagt wie Fuck und dann auch nach oben geht. Was da denn wieder los? Keine Ahnung. Muss mir die schlechten Witze verkneifen. Wieso? Sonst hätte ich sie jetzt mit den Worten Hey Truthahn begrüßt, aber ich dachte, ich lasse das besser. Die macht doch aber gar nicht Gobbel Gobbel. Aber ich hätte sowas gesagt, kannst helfen beim Abschütteln oder so irgendwas. Es hat auch seine Vorteile, man muss doch einfach nur mal Parkinson als was Positives sehen. Tschüss, gib dir mal ein Edge. Na komm, mit so U4 schon wieder. Scheiße. Es ist doch aber halt so, da ist doch jetzt, ne? Kennst du den Spruch nicht? Nee, okay, so dann tut's mir nicht. Leid. Also alle unsere Zuhörer, die zufällig Parkinson haben, mir tut's leid, das war ein Scherz. Es tut ihm nicht leid, hört nicht drauf. Er lügt! Nein, tut er gar nicht. Ich bin gleich wieder da, er ich lügt. Muss kurz wohin. 3 Stunden später. I'm sorry, so sorry. Da bin ich wieder. Gut. Ihr geht hoch. Da sind dann halt die ganzen Leute, sowohl Mitarbeiter als auch offensichtlich Freunde, Ehegatten und Gattinnen oder Freunde und irgendwelche anderen Leute da halt. Jeder konnte offenbar irgendjemanden mitbringen oder was weiß ich. Vielleicht auch 2, ist nicht so ganz ersichtlich. Auf jeden Fall sind da halt viele Leute, ein paar schon bekleidet mit, naja, Helmen, weil offensichtlich hier Helmpflicht ist, Junge. Seht auch die Go-Karts, seht die Lasertech-Waffen, alles ganz chillig. Es steht ein Preis auf dem Tisch, der aber noch verdeckt scheint. Es ist nicht, also überhaupt nicht ersichtlich, was genau das sein soll. Offenbar für den Gewinner oder das Gewinnerteam. Denn man bekommt hier irgendwie so einen Women-Beater-artigen Überzieher, um sich einer Teamfarbe quasi zu ordnen. Ach, deshalb bin ich hier. Ich bin ein Anhängsel. Was? Na, ich bin dein Anhängsel. Mein Anhängsel? Ja, klar. Wieso das denn? Weil hier offensichtlich jeder irgendwie mitgebracht hat, deswegen bin ich dein Anhängsel. Ich trage dich aber nicht um den Hals. Das kannst du knicken, selbst wenn du voll bist. Du musst mich doch gar nicht um den Hals tragen. Das würde doch deine schönen Brüste nicht mehr so in Szene setzen. Das geht doch nicht. Sei denn, ich trapier dich dazwischen drin. Oh, das ist bestimmt voll gemütlich. Ich wollte schon immer ein Känguru sein. So groß ist der Sack jetzt aber auch wieder nicht, gell? Welcher? Ja, der von mir. Welcher? Ja, der. Ja, der Tränensack garantiert nicht. Oh, es ist jetzt schon der dritte, der mir einfällt. Verdammt! Nicht? Okay, nein. Was? Ich weiß, was denn? Was habe ich denn jetzt vergessen? Du hast nichts vergessen, das ist nicht schlimm. Ich verwirre mich gerade selbst. Das kann ich gut, nur nicht das auf den, ich wollte nur nicht auf den so offensichtlichen eingehen. Ja, nee, dass du darauf weißt nicht du? Eingehen wolltest, nicht. Aber ich habe drauf rumgedingst, weil ich bin, wie ich bin und das immer tue und spielt eigentlich auch keine Rolle. Lasertech-Waffen, geil. Kann damit doch eh nicht umgehen. Ich weiß gar nicht, warum er mich eingeladen hat. Weil du eine Mitarbeiterin bist. Ja, aber ich bin die Neueste. Naja, vielleicht kann das doch nicht schlimm. Naja. Ich war auch schon mal hier, ohne Mitarbeiterin zu sein. Ja, weil der auf dich steht. Nicht? Nee. Da bist du dir sicher? Ja, da müsste ich mich schon für irgendwo hinsetzen und stillen Protest, Sitzstreik müsste ich dafür machen und da habe ich keine Lust drauf. Das ist mir zu langweilig. Na gut. Ja, weiß doch, wie das ist. Nee. Nicht? Sitzstreik, Boden, die ganze Zeit rumsitzen, nichts tun, langweilig. Nichts für mich. Richtig, nee, kann ich nicht. Siehst du? Ich auch nicht. Ja, also, ich das kann das doof. Nicht. Und deswegen setze ich mich lieber in ein fahrendes Go-Kart und mache Laserstreik. Strike. Mach genau. Doch mal. Jetzt sollen wir mal Hallo sagen zu denen. Ja, klar, gehen wir jetzt da Hallo sagen. Ne? Ja, sag ich doch. Würde ich doch vorschlagen, wenn wir schon mal da sind. Ja, ihr geht zu verschiedentlichen Leuten, die man halt so als Mitarbeiter kennt und sagt Hallo. Sind eigentlich sind alle da sogar. Alle, die wir kennen. Ja,
Ich habe jetzt noch nicht alle Mitarbeiter irgendwie NSC-mäßig vorbereitet. Das werde ich auch vermutlich nicht tun, weil ich ein fauler, dreckiger Mistsack bin. Das würde ich jetzt so aber nicht unterschreiben. Ich schon. Genau. Ich setze Ja. meinen blutigen Fingerabdruck drunter. Das ist sehr schön. In mein Menstruationsblut getaucht. Das ist etwas, was jedermann jetzt hier hören wollte, Ja, weißt deswegen du? habe ich es ja auch gesagt, weil ich schon mehr weiß, wie die Leute jetzt überall da, also die Vorm ganzen drei Rechner sitzen und Leute, die so, sagen. genau, sage ich. Ach, Ich habe schön. die Menstruationstasse mir wieder angehört, Kinas. Ja. Echt, ich habe so geweint. Ach, schön. Ja, das sind aber auch wichtige Themen immer. Ja, genau. Urinella und Menstruationstasse sowie Buttplug, was ist ja auch, das muss mal gesagt werden. Ja, Buttplug ist ja, ich weiß es nicht, das ist jetzt nicht so, sondern aber Ja, ist ja Standard. Urinella fanden dann, also ist, kann man schon als grenzwertig bezeichnen, aber die Menstruationstasse hat eigentlich dem Fass wirklich den Boden ausgeschlagen. Dem Menstruationsfass, was ja bei einer Menstruationstasse unheimlich gut passt. Ökos Ja! lieben Menstruationstassen. Ich würde jetzt das nicht so generalisieren, Mr. Gandhi. Schönen guten Abend. Dürfte Hi, ich mal hi. Ihre Menstruationstasse sehen? Bitte was? Nichts. Hallo, danke für die Wir haben Einladung uns gerade über nochmal. Menstruationstassen unterhalten. Dein Statement. Sie tut jetzt so, als ob sie mein Mikrofon hinhält. Richtig. Er nimmt das Mikrofon entgegen. Hier reinsprechen. Ja? Hier so? Ja. Hier so? Okay. Ja. Ja, Menstruationstassen finde ich eine gar erkleckliche Erfindung. Ich habe ja lange auch in einer WG gelebt und meine beiden Mitbewohnerinnen haben dann immer ihre Menstruationstassen, nachdem die benutzt waren, einfach neben das Küchengeschirr gestellt. Kichen. Küchengeschirr fand ich auch gar nicht so schlimm. Meine Besucher fanden das mal ein bisschen eklig. Ich weiß nicht genau. Ich würde es. Ich find's eine gute Sache. Wir haben zu wenig Bäume. Tampons sollten verboten werden. Doch ja. Ah, die werden auch aus So. Baumwolle hergestellt. Die Aus völlig Synthetikfasern irrelevant. mittlerweile. Echt? Völlig irrelevant. 2080 bestimmt. Synthetikfasern. Da gibt's dann nur noch die Verpackung, weißt du, da hast du gar nichts mehr drin. Die werden in China dann recycelt von kleinen chinesischen Arbeiterkindern. Nee, Und da alles werden die so erstmal rausgekippt. tief Ohne gefroren als Finger. Wasser. Da werden die erstmal tief gefroren als Wassereis verkauft und dann werden sie recycelt. Oder an Vampire-Spieler verkauft. Das ist auch gut. An Für Tee. Vampire-Live-Spieler. Ja, für Tee. Ja, Teebeutel. Ist auch jetzt, also für alle Live-Rollenspieler, Tut gute uns Idee, leid. ne? Nee, ist doch eine gute Idee, mach das doch Ach, mal. das sind die doch garantiert schon selbst drauf gekommen. Ja, na klar. Ist das Erste, was mir auch eingefallen wäre. Also mir ist das eingefallen, weil ich ja ganz lange Zeit Vampire Live gespielt habe. Nicht? Gut. Ja, hi, Gandhi. Super, dass ihr Ich da seid. Abgesehen von danke, dass du kommen durftest. Menstruationstasse, ich muss gerade ganz kurz eine Menstruieren. Motivations. Nee, eine Motivationsrede für mein Team halten. Ihr seid zugewürfelt worden zum anderen Team. Warte mal. Hä? Also, pass auf, wir machen heute Team Deathmatch? Ist klar, ne? Team Deathmatch. Kennt er. Ja. Alles Gut. klar. Ist das, ja. Das ist der Teil, in dem wir uns alle unsere Tampons tauschen. Zur Teamzugehörigkeit, Blutsbruderschaft und so. Also die Foxy Richtig. erklärt dir genau, was du machen musst. Finde ich super. Ich muss eine Motivationsrede halten. Ihr seid im Team, das sich nicht so einen bescheuerten Namen geben wollte wie das von Gandhi, weil das Oberkacke ist. Ich weiß nicht, ist dummes Ding, aber egal. Und Hä? spielt halt gegen das Team Peaceful Death. Das ist mein Team. Peaceful Death. Ja. Peaceful Death. Ich hatte eine kurze Autofahrt, nicht viel Überlegenszeit und ich fand den Namen immer noch besser als den Namen, den euer Team sich gegeben hat. So, bitteschön. Puh. Was ist denn Wie unser heißen denn? Team? Wie heißt denn Team, das? das Team, das sich nicht so einen bescheuerten Namen geben wollte wie das von Gandhi, weil das Oberscheiße ist. Ah, gut, das gefällt mir. Finde ich innovativ wertvoll. Ja, weiß ich nicht. Finde ich sehr unrespektvoll. So, und jetzt husch, husch, Motivationsrede. Ich will euch nicht motivieren, das Peaceful wäre Death. ja. Sag mal, wie willst du das denn machen? Willst du dich mitten auf die Fahrstrecke setzen und dann einen auf, ah, ja, wahrscheinlich. Das kommt alles mit dem Namen, das kommt dann alles, das ist egal. Wir haben jetzt erstmal den Namen und dann kommt auch die Motivation und dann kommt eure Niederlage. Wie willst du eigentlich die Motivationsrede halten? Mit. Dem Mikrofon, das ich dir gerade gegeben habe. Nee. Natürlich. Wie denn Nee, sonst? ich dachte eher so footballmäßig und wir stellen uns alle im Kreis in Hände auf die Schultern gegenseitig und dann so irgendwie und immer lauter werden und dann. Und so in die Huddle. Richtung. Und dann kotzt ihr euch alle vor Genau. die Füße.
Nur die, die 4 rohe Eier vorher gegessen haben. Hat aber keiner gemacht diesmal. Warum hat das keiner gemacht? Weil das letzte Mal gemacht wurde. Was, du vor bist dem, du vor für dem ein Motivator? Klettern, und das war gar nicht so die Idee, wie wir dann gemerkt haben. Ach so? Mhm. Okay. Da muss man doch und was genau möchtest du denen sagen? Das geht dich jetzt, Alter, hier, komm. Das klappt. Wie er sich voll abgelenkt hat wieder, ne? Ja, voll gut. Ich bin überhaupt nicht ablenkbar. So, jetzt hier. Nein, gar nicht. Habt ihr eigentlich eine Teamfarbe? Sie stellen sich jetzt im Huddle zusammen und wenn du näher kommst, kriegst du einen Tritt aus der Mitte. Feigling! Ruft sie dann auch rein und geht zurück. Ihr hört noch, oh nein, müssen wir das echt machen? Das ist übelst warm, Gandhi. Kannst du nicht einfach so irgendwas sagen und wir hören dir nicht zu? Nein, Mann! Das ist Motivationsrede! Moti! Alter, pass auf! Und dann irgendwas Leiseres. Ich hab jetzt voll Bock, dir eine Wasserbombe gegen den Kopf zu schmeißen. Hat jemand eine Wasserbombe? Hat jemand Wasser dabei? Du in deiner Blase? Nee, Wasser, ich meine richtig ein ganz normales Wasser. Josil, der kleine, etwas schüchterne Rothaarige, wirft dir eine Wasserflasche zu. So eine 03 PET-Wasserflasche. Es ist die Frage, kann man ein Kondom befüllen, so dass es auch prall genug ist, damit es platzt, wenn man es jemandem an den Kopf schmeißt? Ich glaube, es wird nicht platzen, aber du kannst es ja schlecht knoten wegen der Gleitflüssigkeit. Das heißt, das wird oben vermutlich... Gut. Na klar kannst du es knoten, aber wenn du es wirfst und es aufprallt, wird es, glaube ich, nicht platzen, aber oben wird einfach dann deine Knotung eher aufgehen und trotzdem das Wasser rausspritzen. Gut, dann machen wir das. Würfel mal auf Waffenbau. Na, das ist ja jetzt echt auf Waffenbau würfeln. Das war ein Witz, Alter. Das ist eine Kondomwasserbombe. Ja. Das ist voll gut, aber auf Werfen muss ich jetzt würfeln. Nee, auch nicht, weil sie vermutlich einfach so nah rangeht, bis sie eine realistische Chance hat, irgendwas in der Umgebung zu treffen. Richtig. Du befüllst also ein Kondom mit Wasser, knotest es Schmeiß es dann in die Mitte. Was, in die Mitte? Na, Würfel mal werfen. Sei ich doch, siehst du, da kommt's schon. Mist, na, das geht nicht, ne? Natürlich. Ja gut, dann eher den Hinterkopf. Ja. In die Mitte, das schaffe ich, glaube ich, auch nicht. Ich kann mich nicht werfen. Okay, du wirfst es jemanden an den Rücken. Richtig. Findet ja nicht gut. Sie versteckt sich danach. Hinter Billy, oder was? Ja. Das war so klar. Danke. Von mir aus auch hinter einer anderen Person, wer die näher steht. Es wird eine AR-Anzeigetafel angeblendet mit dem Punktestand der jeweiligen Teams, wobei euer Team einen Punkt abgezogen bekommt. Ich dachte eher sowas wie, wie viele Punkte bekommt man, wenn man Jojo abschießt? Ja, die könntest du machen. Mach ich glatt daneben. Geil, wie viel gibst du den Leuten? Also eigentlich ist es halt immer ein Punkt, ein Tod quasi. 2,5. Geil. Ich fühle mich diskriminiert. Nein, das ist voll gut. Du bist ja so klein, dich trifft man doch gar nicht. Das ist doch nur gerecht. Das ist leider nicht richtig. Gut, dann gucke ich mir erstmal meinen Card an. Und die Waffe, die ich benutze. Ja, so Lasertech-Waffen sind ja einheitlich, die sind ja, ne? Relativ simpel und sinnlos. Dein Card ist halt ein Go-Card, was ein bisschen mehr Stoßdämpfung hat, das haben die alle, dann halt dieses Holster, um da das Ding reinzubedingsen und die Maximalgeschwindigkeit wurde wohl offenbar etwas heruntergeschraubt. Sag mal, das ist sehr langweilig. Sag mal, Jojo, ja? Wäre es nicht besser, wenn du dich quasi hinten drauf auf den Überrollbügel stellst, also quasi hinten dran und dann zwei Knarren an die Bügel dran schraubst, sodass du dich festhalten kannst und schießen gleichzeitig? Und ich fahre. Frage, ob das klappt. Meister, ist sowas realistisch? Also wenn Billy... Aber dann trifft man mich wahrscheinlich übelst leicht, ne? Mm-mm. Wenn du stehst ja auf dem hinteren Teil, wo der Überrollbügel da ist. Stimmt. Also von hinten, ja. Von hinten trifft man dich leichter, aber von vorne trifft man dich nicht. Sagen wir es mal so, wenn Billy fährt und du schießt, habt ihr den Vorteil, dass ihr immer in Bewegung seid. Die meisten Leute müssen anhalten, um zu schießen, weil sie sonst fast nichts treffen, weil es halt, ne, ja, kompliziert ist und so. Stimmt, und ich hab das ja schon geübt, aus dem Fahren zu schießen. Sehr du gut. Du wirst dich schon, also ich weiß nicht, du müsstest die ja mit irgendeinem Gurt oder was festmachen am besten. Du kannst. Ja, das lässt sich schon machen, bestimmt. Da finde ich was. Gürtel, ja. Gürtel. Und dann könntest du sogar mit zwei Waffen schießen. Nun bist du auch nicht so geübt in zwei Waffen schießen, aber die Lasertech-Waffen haben ja, glaube ich, auch eine gewisse Pseudo-Nachladezeit. Bin ich nicht ganz sicher, aber ich meine, du kannst viel schneller irgendwo rumschießen und triffst auf jeden Fall gut, irgendwas. Gut, machen wir. Das würde funktionieren und im angepinnten AR-Regelwerk ist das auch leider nicht verboten, weil niemand auf die Idee kam, dass das jemand macht. Yes. Wir haben voll den Plan. Gib mir High Five. Sie gibt ihr, naja, High Five für Jojo. Ich gehe in die Knie. Strike!
Yes! Wir machen sie fertig, Schwester. So sieht's mal aus hier. Ich fahr vorsichtig. Wir machen dich Du musst schön nicht fest. vorsichtig fahren. Doch, wenn du runterfällst, ich will nicht, Ich dass du aus fall dem nicht Auto runter. fällst. Ich mach mich, halt Stell. mich ja fest. Aber stell mal vor, wir werden gerammt oder irgendwas. Das ist voll gef. Also wir Nee, ich müssen stehe ja aufpassen. ziemlich sicher. Wenn ich mich so hinsch, also ich will das jetzt nicht machen, sonst kommen die auch noch auf die Idee. Aber Ja. wenn ich mich, ich habe mir das mal angeguckt, wenn ich mich richtig hinstelle und da ich relativ klein bin, ist mein Körperschwerpunkt so niedrig, dass ich mich gut vorne anlehnen kann. Außerdem, tada, gib mir den Gürtel, ich kann mich festmachen, ich fall nicht runter. Sehr gut, so machen wir das. Ach, wir sind so schlau. Ja. Finde ich nicht gut. Nee, die Wieso denn Teams. jetzt? Nee, ich finde das super. Also du solltest dich schon auf jeden Fall eigentlich mit einer Hand festhalten, denn was können die Dinger jetzt fahren nach der Dämpfung? Vielleicht 30 Kilometer pro Stunde. Wenn du bei 30 Kilometer pro Stunde jemanden rammst, vielleicht noch so halbfrontal, dann ist doch die einwirkende Kraft relativ wuchtig und du könntest durchaus das als sinnhaft empfinden, dich festzuhalten. Naja, aber das sehe ich ja hoffentlich kommen. Hoffentlich. Ja, das passt schon. Okay. Ja, die Teams sammeln sich, die Leute kommen mit Nerv von seiner Motivationsrede, außer einer, der jetzt plötzlich richtig Bock hat. Das ist er selbst. In welchem Team ist denn Vicky eigentlich? Mal auswürfeln. Vicky ist bei euch. Drei. Gut, Vicky. Vielleicht gibt ihr Wir uns haben noch. Flankenschutz, damit wir nicht so oft gerammt werden. Dann kann Richtig. ich besser schießen. Vicky Erstmal. steht schon wieder ein bisschen abseits, wo bei den Vorbereitungen gerade. Ihr findet sie aber relativ schnell. Aber sie hat offenbar ganz zufällig noch Schwierigkeiten bei ihrem Go-Kart gehabt. Zumindest schraubt sie irgendwie gerade daran rum. Wir haben noch gar Vicky! nicht Hallo gesagt zu ihr, ne? Vicky! Ist was? Nein, das. Ach, ihr seid in meinem Team. Sehr gut. Ja, wir sind in deinem Hi. Team. Wir brauchen dich als Flankenschutz. Als Flankenschutz. Ja, wir brauchen dich als Flankenschutz. Wir haben nämlich voll den Megaplan und deswegen dürfen wir nicht so oft gerammt werden. Wir brauchen dich, um das zu verhindern. Weiß ich nicht, ob das, also in dem Gewusel, doch, das, doch klar kriegen wir hin. Das ist gut, dann muss ich vielleicht nicht nebenbei schießen, weil ich das auf jeden Fall nicht hinkriege. Nö, ist nicht so schlimm. Dann haben wir dich als Flankenschutz. Das geht, das ist gut. Also einfach nur alle, die euch rammen wollen, vorher abfangen. Alle, die uns rammen wollen, vorher abfangen und gegebenenfalls irgendwelche Leute, die von hinten auf uns schießen wollen, irgendwie ausbremsen oder so ein Scheiß. Keine Ahnung, du bist unser Bodyguard. Und Richtig. Was habt ihr für einen Plan? Pass auf. Pass auf. Und zwar stellen wir die kleine Jojo einfach hinten bei mir auf dem Go-Kart drauf und die wird festgezwirbelt, so vertüdelt und dann kann die schießen. Und Die ich ganze fahr. Zeit, während Billy fährt. Das heißt, wir werden Ja. schlechter getroffen. Das ist voll Das ist ja gut und voll ich kann mehr gut. schießen. Das ist voll klug. Und deswegen Das. brauchen wir dich als Flankenschutz. Na klar. Das ist voll super. Jojo. Zeig mal, dreh ich mich bitte um. Die dreht sich um. Das ist super. Du hast ja den Gürtel dran, da machen wir hinten einfach noch meinen Comlink dran. Und das hat ja hinten eine kleine, so eine Standard-Webcam-Minikamera. Und dann kann ich noch sehen, was hinter dir so läuft. Und dann habe ich einen besseren Überblick und dann läuft das. Strike. Passt. Ihr Sehr müsst gut. euch nur mal jetzt mit mir, euch noch 5 Minuten mit mir unterhalten und euch ein bisschen so hinstellen, dass hier keiner herguckt und also keiner durchgucken Ach, kann durch euch und dann klar. Was machst denn du super. da noch? 30 Kilometer pro Stunde, die haben da wohl einen Schuss, was ist denn das für ein Go-Kart? Ach, du machst die Drossel raus. Ich weiß nicht, wie auf diese behinderte Idee gekommen ist, aber das geht nicht. Das geht Aber einfach pass nicht. bloß auf, dass dir nichts passiert dann. Ach. Vorher sind, letztes Mal sind die Dinger auch viel schneller gefahren und das war cool. Naja, Na ein gut, wenn paar ihr sind das ziemlich sagt. oft gegen Wände und da gab es so ein paar Leute, denen es am nächsten Tag nicht so gut ging, aber das geht schon. Ich weiß auch, was ich mache. Glaube ich. Ja. Das funktioniert schon. Außerdem Geht's dir kannst du dann besser besser? auf uns aufpassen, wenn Ach du so. schneller fährst. Entschuldigung, ich wollte dich nicht Nö, unterbrechen. nö, nö. Ist ja in Ordnung. Du musst bloß ein bisschen gucken. Ich find's ja auch total unverschämt, dass wir nicht mal den Anstand haben, dass jeder sein Auto quasi selbst modifizieren kann, weil ohne Riegerkontrolle fahre ich doch nicht mehr. Hallo? Wer fährt denn noch ohne Riegerkontrolle? Das macht doch keiner, oder zumindest, ne? Ich? Ich auch. Ach so. Ihr, außer euch beiden fährt doch niemand mehr ohne Riegerkontrolle. Okay, es fahren schon noch viele ohne, aber es ist viel besser. Ah, So. vor allen Dingen kriegst, sag mal, wenn du nicht, eh nicht so viel schießen willst, kriegst dann deine Knarre. Was willst du denn mit 3 Knaben? Na, wenn die eine gewisse Nachladezeit haben, ne? Oder haben die jetzt eine Nachladezeit? Macht das einen Unterschied? Dann habe ich auf jeden Fall immer eine, die schießt.
Ja, du kannst meine haben. Gut. Ist natürlich. Ach so, das Beste ist ja, wenn jemand Billy trifft, dann ist ja dieser Respawn-Counter, dass du 5 Minuten nicht angeschossen werden kannst und 5 Minuten halt nicht schießen kannst. Aber Jojo kann derzeit trotzdem weiterschießen. Das ist ja voll imbar. Richtig. Und das heißt, ich kann, wenn ich getroffen werde und nicht schießen darf, kann ich immer noch Billy zur Not die Knarre geben. Ja gut, ich sollte mich besser aufs Schießen konzentrieren generell, aber ja, sowas in die Richtung könnte man tun. Na Billy, dann kriegst du meine Knarre ins Holster und Jojo, du hast dann immer noch 2 und dann passt das ja. Super. Machen die voll fertig, die haben nämlich einen total bescheuerten Namen. Peaceful Death, meinst du? Ja. Boah. Ich habe ihn schon gebührend dafür ausgelacht. Das klingt, als würde ich, weiß ich nicht, der kranken Omas Kopfkissen ins Gesicht drücken. So ein bisschen, oder? Das klingt so nach, keine Ahnung, aktiver Sterbehilfe. So 5 Minuten Zeit gehabt, was auszudenken, was richtig bescheuert ist und dann so tun, als wäre das trashig und deswegen irgendwie schon wieder kultig. Richtig. Naja. So, Soll, ich sollten bin wir uns da nicht, fertig. in, sollten wir uns da nicht in Euthanasium benennen, Kinders? Das wäre doch viel witziger. Warum denn nicht? Gefällt mir. Können wir nicht mal mit unserem Team eben reden, ob wir uns nicht als aufmüpfige Gruppe Euthanasie einfach nennen? Ich weiß nicht, ob das. Na. Wie sind denn die anderen aus dem Team drauf? Ich kenne die nicht so gut. Ich habe nur mal kurz mit denen gelabert. Ach, die Haben gehen doch. die auf sowas Bock? Fragt einfach mal Max. Jossi, der war als erstes da und das war der Teamleader dann deswegen bei uns und deswegen. Gut. Ja. Jossi! Jossi! Ja, stapft zu Jossel, der gerade damit Nein, wir beschäftigt. hüpfen. Wir skippen, ja genau. Laufen. In diesem Steppschritt. Weißt du, dieses Geil. Skippen. Ja, genau das. Hand in Hand mit dem Arm Ja. schlenkernd. Dieses, Superbe. wir hüpfen über die Wiese-Ding, weißt Genau. du? Genau. Wollt ihr vielleicht nächstes Mal noch Strohhüte und einen Picknickkorb haben? Oder wie sieht's Nee, aus? weiße Hatten wir flatternde uns. Kleidchen. Pass auf, Teamname. Ach. Kürzer, Entschuldigung. Habe ich dich unterbrochen? Nee, ich hab nur laut gedacht. Ach so. Teamname, wir nennen uns Euthanasie. Euthanasie. Wieso? Hä? Naja, als Antwort auf Peaceful Death. Na, ich fand den Peaceful Death Namen fand ich schon ganz schön kacke. Aber wie kommt denn die auf Euthanasie? Na, weil das so ein bisschen klang. Ja, Entschuldigung, mach du? Nee, mach doch. Ja, weil das so ein bisschen klang wie, ich gebe der armen, leidenden, notleidenden Oma jetzt die letzte Morphiumspritze ihres Lebens, damit sie irgendwie friedlich einschlafen. Bullshit. Zeugs. Deswegen Euthanasie. Ach so, na, ich fand irgendwie, dass es irgendwie so klang, wie bringe ich den Namen General Gandhi noch irgendwie in den Teamnamen ein, aber Euthanasie. Wir können uns auch Pro-Euthanasie nennen, so ist es nicht. Aber das kommt nicht gut. Deswegen nur Euthanasie. Oh, okay, machen, alles klar, ändere ich Awesome. schnell um. Cool. Moment, ich habe da schon was vorbereitet für unser Attack. Cool. Mit einem Blümchen, einer Oma und einem Kopfkissen und Euthanasie drumherum. Geil. Auf dem Kopfkissen am besten stehen. Ja, richtig, reingestickt. Geil. Ja, sehr schön. So kannst du das machen, dass das Kissen sich teilweise auf den Mund der Oma bewegt und wenn das Kissen dann wieder runterkommt und die Oma dann aussieht wie eine Leiche, dann macht und dann ein paar Federn aus ihrem Mund kommen. Getan. Sehr schön. Also Geil. dann aus dem Leichenkopf natürlich. Ne, ist ja so ein bisschen blau angelaufen und so. Ja, geil, geil, das sieht gut Ja, aus. blaue Machen wir so. Lippen halt. Ja, genau. Und dann, Also die im pff, Gesicht. guck mal, die Federn, das ist voll gut. Schön Gänsedaunen. Ja. Ach ja. Wie ich meine Daunendecke vermisse. Eine kurze Schweigeminute für Dys Daunendecke, bitte. Dankeschön. Nein, für Blies Okay. Daunendecke. Ich hab noch meine Daunendecke. Ich hätte ja überhaupt eine Decke, ich schlafe immer unter Zeitungen da. Ja. Zugedeckt mit Liebe, deine Liebe. Ja, Liebe ist gut. Euthanasie. Liebe ist Euthanasie. gut. Also, euer Teamname ist umgeändert und hat im Gegensatz zum Feindesteam wenigstens auch ein ordentliches, bewegliches Bildchen, was natürlich viel geiler ist. Nicht alle sind davon begeistert. Ein paar finden das gar, ne? Also dieses, die haben dann schon den erhobenen Zeigefinger in der Tasche ausgepackt.
Ist aber relativ egal, weil der größte Teil sieht es entspannt. Und ich meine, es sind ja auch viele Gäste. Wenn die sich aufregen, die haben eh nichts zu melden und trauen sich da auch nicht immer so. Und ansonsten finden sie auch schon ein paar ganz stilvoll. Die Teams werden dann verteilt dergestalt, dass jeder seine Karre steigt. Dann gibt's am Anfang, wird hier so über eine kleine Map, ihr habt auch eine Map eingeblendet, quasi mit Feinden eingeblendet und Freunden. Zufallsorte, wo man halt am Anfang startet, dann gibt es einen Counter, wann es losgeht, und so in den letzten paar Sekunden merken auch alle, dass bei euch irgendwas nicht stimmt, was aber völlig irrelevant ist. Und dann geht's los. Bei uns irgendwas nicht stimmt, du meinst, weil wegen unserem Setup oder was? Ja, weil ihr einfach mal quasi ordentlich die vorgedachte Spielart abändert. Wir haben die nicht abgeändert, wir haben sie zu unseren Gunsten ausgelegt. Kreativ, wie genau, wir nutzen sie einfach kreativ. Das ist kreative Problemlösung. Wie Richtig. gesagt, es ist nicht verboten, aber es war halt nicht so geplant, deswegen wundern sich schon ein paar Leute, aber dann geht's auch los mit einem riesen Gemetzel und pam 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 pam. Awesome. Ratatatatatam. Darf Wieder vielleicht nicht. Tschu-Tschu-Tschu. Ja, wieder zu, ich kann nichts anderes. Piu, piu. Feuer, Feuer! Kennst du? Wasser, Erde, Luft und Nein! Liebe. Das war doch im Kindergarten, wenn man immer sich gegenseitig abschießen gespielt hat und dann am Ende des Kindergartens sich voll cool fand, weil man gemacht hat, statt Feuer, Feuer, wie die jüngeren Kinder. Hallo? Hä? Feuer, Du Feuer hat bist. bei uns nie jemand gerufen. Naja, bei uns waren die auch alle retarded bis zum Alter von 6. Und dann nur noch ein bisschen. Das will ich erwarten. Ja. Gut. Ja, ihr Zu viel fahrt. Flusswasser geschluckt bei euch. Kein Wunder. Richtig. Richtig. Und keine Bananen. Ja, ihr fahrt da rum, ihr schnetzelt ordentlich. Vicky stößt relativ schnell zu euch und beschränkt sich darauf, einfach nur um euch rumzufahren in weiteren Kreisen und irgendwelche Leute zu rammen. So, und weiß ich nicht, wenn irgendjemand so euch anvisiert, fährt sie dem einfach mal ins Ruder und lässt sich abschießen. Also solche Dinge. Und ihr werdet höchstwahrscheinlich die meisten Kills haben, einfach weil ihr einen megamäßigen Vorteil durch euer Setup habt. Und euer Team wird wohl deswegen auch gewinnen. Awesome. Awesome. Verlierer zahlen es bei heute Abend, oder? Das musst du noch ausmachen. Am Ende fährt man halt zu dem Deck, wo ihr angefangen habt, zu dem Parkdeck. Nicht zu der Etage, zu dem Parkdeck. Alle steigen aus und Gandhi kommt natürlich als erstes auf euch zu. Wie? 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 Was wie? Ja, Mach mal einen Satz draus. was ist denn da los gewesen? Was? Wieso? Wieso? Es hat doch voll gut funktioniert. Wir waren super gut. Muss ich jetzt echt bei so einem einfachen Ding in die Regeln schreiben, dass es verboten ist oder was? Wieso ist denn das verboten? Wieso Das ist hat doch das total gut echt? geklappt. Das ist doch voll gefährlich. Ich Ach denke ja Quatsch, es nur war doch nicht an. gefährlich. Ich denke nur an die Sicherheit. Das ist voll gefährlich, Mann! Nein, du Ach, denkst nur an deine Quatsch. eigene Sicherheit. Nur Ja, weil du auf! verloren hast jetzt, du saurer Peter, du. Die auch nicht nur Sicherheit. Mann, Wo ist denn warum habe das ich daran nicht Gewinnerbier? gedacht? Weil du Richtig. dumm bist. Manu, also herzlichen Glückwunsch, Team Euthanasie. Tja, Team Euthanasie hat gewonnen. Da drüben ist euer Gewinn. Was Mann. gibt's denn? Naja, da ist, also da, der hebt jetzt Ein Peniskuchen. mehr oder weniger feierlich das Paket, was das quasi verdeckte, also diese Schachtel. Eher zickig als feierlich, so minimal zickig doch. Darunter sind aus Schokolade gegossene Pokale. Olé. Olé, aber es ist echte Schokolade immerhin. Oh. Mit echter Milch und echtem Kakao-Shit und Zucker. Noch mehr Zucker. Joker. Richtig. Schön. Lecker. Wo ist denn das Geil. Gewinnerbier? Fässchen, Kollege? Gewinnerbier, das wäre eigentlich viel besser gewesen als scheiß Schokolade, aber hab ich nicht dran gedacht. Ihr könnt ihr trotzdem noch einen ausgeben. Verlierer zahlt das Bier in der Bar. Kurz gucken, 40, 30. Oh, das ist ja übelst teuer. Okay, pass auf. Wir Ihr holen einen könnt. Kasten hierher und dann ist gut. Oder ein paar Kästen. Nee, ein paar haben schon gesagt, dass sie eher wegholen. Pass auf,
das nächste Bier, was ihr irgendwo in der Bar trinkt, da lasst ihr euch einen Kassenzettel geben, dann kommt ihr zu mir und kriegt das Alter, mit quasi sowas fangen wir ausgegeben. gar nicht erst an. Bist du Die bescheuert? wollen hier weg, was soll ich denn jetzt? Oder wir machen es so, wir machen irgendwie einen Bierabend im Playground die nächsten Tage. Das kündige ich an, das muss ich so abstimmen, dass alle Zeit haben. Und dann stelle ich da einfach so viele Kästen hin, wie ich tragen kann. Das sind nicht so viele, also werde ich mir Hilfe besorgen. Okay? Okay. Deal. Gut. Mann, so, die, die gehen wollen, können gehen, die, die bleiben wollen, können gerne noch bleiben. Wir haben das Ding noch ein bisschen hier angemietet und die aus meinem Team, was übrigens einen geilen Namen hatte, können jetzt, wenn sie wollen, noch ein bisschen Foxy und Jojo verdreschen, weil sie voll beschissen haben und alternativ auch Vicky, denn ich habe genau gesehen, dass du schneller warst, als du durftest. Also erstmal wird uns keiner verdreschen wollen, die werden uns höchstens gratulieren, dass wir so intelligent sind. Ihr bekommt ein paar auch Beglückwünschungen. Sprechen, schwierig, Deutsch, geht nicht. Weil ihr, vor allen Dingen, weil ihr das Spiel ausgehebelt habt und den Typen aufgeregt habt, das ist anscheinend auch der größte Sport des ganzen Playground, ist Gandhi zu verärgern. Und ein paar, weil es halt auch wirklich intelligent war, was ihr da gemacht habt. Gut, Jojo geht trotzdem noch Bier holen. Und für Billy was anderes. Billy, was willst du? Nein, Ach Gott, ich habe White Billy. Russian mitgebracht. Oh, cool, aber ich hab angefangen, Bier zu trinken, weil es einfach günstiger ist. Ich habe dir White Russian mitgebracht, hallo? Ja, Du ich kannst freue jetzt mich nicht jetzt trotzdem. Ich habe jetzt nur gesagt, dass ich auch angefangen habe, Bier zu trinken, weil es günstiger ist. Okay. Ich Aber. trinke immer Wolgau. Bis. Wolgau-Bier. Das kenne ich gar nicht. Siehst du mal. Hast auch nichts verpasst. Ich gehe jetzt Bier holen. Und für dich den White Russian holen. Also eigentlich für uns, aber den kriegst du dann. Ich trinke Bier. Es ist nämlich warm, deswegen habe ich Lust auf Bier. Der White Russian ist auch gekühlt, aber ich habe trotzdem Lust auf Bier. Was denn? Wir trinken noch einen Hauptsache White Russian erzählt, ne? zusammen vorher. Okay. Hallo, ich bitte dich. Einen trinken wir zusammen und danach kriegst du Okay. den Rest. So, bis gleich. Bis gleich. Juju geht Bier holen. Billy Zwei läuft zu Kästen. Vicky. Gandhi würde übrigens mitkommen und den Kasten dann halt bezahlen. Ach Bei so? dir. Ja. Ja, Billy geht zu Vicky. Die wurde offenbar angewiesen, die Modifikation am Go-Kart zurückzunehmen, was sie zu tun scheint. Gut. Na, wie geht's dir denn? Soweit ganz gut, war ein taffer Monat, das letzte, also der letzte jetzt war taff. Aber alles in allem ist eigentlich ganz chillig und ich muss sagen, ich fand euren Plan ziemlich geil und ich finde es super, dass es so aufgegangen ist. Wir haben manchmal ganz gute Pläne. Nur der Preis war ziemlich beschissen, da muss ich mich nicht so anstrengen das nächste Mal. Wieso? Schokolade ist doch lecker. Ja, na klar, aber. Wann hast Hey, du das das. letzte Mal echte Schokolade gehabt, bitte? Das echte? Das ist echte. Ach so, na, ich hab die jetzt einfach runtergeschlungen und nicht drauf. Damn it. Hihi. Sie, sammelt offenbar etwas geräuschvoller Speichel, um nochmal dieses cremige Dings im Mund zu sammeln. Doch, stimmt, das könnte echte sein, verdammt. Aber trotzdem, das nächste Mal, da will ich bei so einer Aktion ein Komitee und das Komitee bestimmt die Preise und die Regeln und dann schlagen wir auf jeden Fall was Besseres raus. Wenn wir zusammenhalten, wir beide, dann kriegen wir das hin. Wir drei. Na, ich glaube nicht, dass Herr Jojo in so ein Komitee hören würde, die arbeitet ja nicht bei uns. Ach so, das meinst du jetzt. Ach so, ja klar. Dann machen wir das. Wie ist denn das eigentlich? Warum hast du bei uns angefangen? Oh, das ist jetzt ein bisschen mehr als eine Woche her. Hast du gefragt, wann ich angefangen habe oder warum ich angefangen habe? Warum? Also, aber Ach, wann warum? wusste ich jetzt auch nicht genau. Och, das ist eine lange Geschichte. Okay. Da ist ein bisschen Shit, ist was nach Süden gelaufen und dann musste ich mich umgucken. Dafür bin ich jetzt vogelfrei. Vogelfrei? Wenn du irgendwas brauchst, sagst du Bescheid, ne? Ja, wenn du mal Arbeit hast, wenn du mal irgendwie was aufstellen willst, so teamtechnisch, weil du irgendwas vorhast, dann kannst du ja mal an uns denken oder an mich, wenn du irgendwas hast. Klar. Also Matrix ist halt oft gesucht, weil es nicht so viele Leute gibt, die. Also ich meine, die Leute, die wirklich zu was zu gebrauchen sind, die haben ja entweder ewig langes Studium. Das heißt, die sind teuer oder die haben halt dann kein gutes Deck, weil die Teile ja auch ewig teuer sind. Deswegen ist das eigentlich immer eine gute Sache, klar. Oh, Notiz an mich selbst, by the way. Ich muss Jojo fragen, dass sie mir ein Deck bastelt, ein Fake-Deck. Hiermit Gut. eine Message ging direkt via DNI an Jojo. Ich brauche ein Fake-Deck, by the way. Kriegste. Komm Noch zurück. so.
Gut, nee, ja, wenn du mal Zeit hast. Dann schreibt sie noch Ja. zurück, der Trottel ist knauserig mit dem Bier. Frag mal Vicky, wie man das aushebelt. Wie hebeln wir den Gandhi aus, dass er mit dem Bier nicht so rumknausert? Jojo ist gerade mit ihm im Shop, im Staffer. Also, ich weiß ja, dass bei euch das Motto Party hart ist. Das ist ja okay. Aber wenn Gandhi bei einem nicht knausert, dann ist es Bier. Das Wenn kann das. ich mir echt nicht vorstellen. Also der hat eigentlich immer sehr viel und verschiedene Marken, jetzt nicht das ultra teure oder so, aber eigentlich ist da schon immer, da bleibt eine ganze Menge übrig. Deswegen weiß ich nicht, ansonsten, keine Ahnung, einfach auf ihn einreden, was manchmal noch funktioniert, ist diese süße Mädchentour, aber eher selten. Bei Das ist sehr Jojo. fraglich. Na, weiß nicht, ob sie das drauf hat, also. Ich gebe das so brühwarm an Jojo weiter. Dann komm zurück. Alter, sowas kann ich doch nicht. Ja, das dachte ich mir auch schon, aber das glaubt mir ja keiner. Ich glaub dir das sofort. Jojo, süße Mädchentour. Hey Junge, knause mal nicht mit dem Bier, du Arschkrampe. Dann sitzt mir morgen die Titanic quer. Ich will morgen so einen fetten Bierschiss, dass drei Klos verstopft sind, Mann. Hey, ich kack ins Essen. Die ganze Nachbarschaft in Donskoi kann nicht mehr spülen. Ich will dann nur respektiert und gefürchtet werden, ja. Sie nannten Das sie kann man doch Bauwau. wohl vom Leben erwarten. Das ist richtig. Schöner Bierschiss. Ah, wunderbar. Ja, und sonst, wie geht's dir denn? Ist das mit deinem Zitterhain, ist es immer noch nicht besser? Nee, das wird auch nicht besser, das ist chronisch. Das Dir ist, also aufgefallen? wenn, ja, es ist halt so immer in Schüben, weißt du? Manchmal ist es eine Weile gar nicht und manchmal ist es dann halt gerade bei Stress. Das ist auch, Sagt, wenn. ist das nerventechnisch oder neurologisch bedingt? Outgame ist neurologisch, nicht nerventechnisch. Moment, ich müsste es auch nochmal nachgucken. Ich weiß es auch nicht ganz genau, aber neurologisch Ich glaube, dachte ich, wäre immer mit dem Gehirn neurologisch, verknüpft. genau, neurologisch ist Gehirn. Nerventechnisch dachte ich jetzt eigentlich, dass das was mit Nervosität und Psychosomatik zu tun hat. Ach so, ich dachte, du meinst die Leitungen quasi. Okay, nee, das ist, warte mal, Flummi, chronischer Tattrich ist doch nicht Hirn, ist doch Nerven, oder? Okay, Neurologie ist Kann die alles sein. Erkrankung des Nervensystems, also die Lehre Ja. von der Erkrankung des Nervensystems, also das hat nicht nur was mit dem Gehirn zu tun. Es tut mir Richtig, es leid. kann alles sein. Nee, ist ja okay. Jo. Nee, sie sagt einfach, ja, das sind die Leitungen. Hast du da einen guten Doc? Naja, da kannst du nicht viel machen. Also es ist genetisch und es gibt Gentherapien, um das irgendwie zu umgehen, aber die sind so scheiße teuer, das kann ich mir einfach nicht leisten. Das könnte ich mir auch nicht leisten, wenn ich ewig drauf spare. Und außerdem ist es dann ja wieder schwierig, weil das nur wirklich nicht jeder machen kann. Man kann es aber unterdrücken, oder? Und es gibt Medikamente, die ich im Notfall auch benutze. Also gerade wenn ich hier richtig arbeite, dann muss das natürlich auch sein, aber es hilft nicht immer. Das ist auch, wenn du sagst, hier, du würdest gern mal was machen oder so und ich was habe, ich kann halt selten irgendwie direkt mitkommen, weil es zum Teil einfach schwierig ist, wenn ich da, ne? Ich drücke mich an irgendeine Wand, um nicht gesehen zu werden und dann wackelt da alles, das geht nicht. Ich Aber verstehe schon. ich bin eine gute Fahrerin, also geht schon. Und eingestöpselt finde ich gut, wenn das Lenkrad nicht in meiner zittrigen Hand ist. Und Klar. Drohnen kann ich ein paar mitschicken. Nee, also wenn du mal irgendwie, wenn du mal einen guten Doktor brauchst, ich hätte einen an der Hand, also, ne? Danke. Dann lässt es sich vielleicht was einrichten. Ich muss ihn fragen, ob es ihm recht ist, aber ansonsten denke ich, würde es schon klar gehen. Der Ja, freut sich auch über neue Kunden. man wird irgendwann ein bisschen auch dann distanziert, so bei Docs, weißt Ja, weiß ich. du? Hm. OT gesagt, die weiß nicht, dass ich einen Affen habe, ne? Wie ein Affen? Hä? Apes. Apes. Nee, das weiß ich nicht. Das ist ja noch nie aufgefallen, wahrscheinlich. Ich glaube, kann eigentlich keinem auffallen. Na, doch, leichte Ablenkbarkeit, Ja. das ganze Gedönse, aber Du ich musst sag mal, du hast es ja bedenken, leicht. in 90% der Fälle, wo sie mit Billy zu tun hatte, war Jojo dabei, da ist leichte Ablenkbarkeit irgendwie vorprogrammiert. Und Und das noch eine dazu war mal Mal war halt Drogen. das eine Mal, genau, und dann noch Drogen und Alkohol jedes Mal, ja, da krieg ich die nicht mit. Und Nee. viele Leute haben ja noch AR nebenbei an oder machen in der AR Richtig. irgendwas. Das heißt, das Heute fällt dann kannst auch du nicht auf. doch schon kein Gespräch mehr führen, nur dass jemand eine SMS schreibt und Alter, 2080 ist vorbei mit der Nummer. Eine SMS? Ich schreib überhaupt keine SMS mehr. Ja, okay, Egal. dann eben irgendwas anderes. Facebook offen haben und Twitter und Nee, ich habe wie weder heißt das das eine noch das andere? andere. Die Google ganzen Plus, Sachen halt. Hangouts und WhatsApp und. Ja, WhatsApp ist ja nicht zufällig Facebook, ne? Nee, WhatsApp ist Facebook, das ist richtig. Mittlerweile ist es so, aber Hangouts ist immer noch Google. Google weiß eh mehr über dich, als dir lieb ist.
Ja, also wie gesagt, ich kann dir halt nur mal da eine Empfehlung aussprechen, kann dich da mal mit hinnehmen. Ich bin da selbst bei ihm in Behandlung und bei Ich mir wird's auch besser. komme drauf zurück, wenn's wirklich mal richtig krass wird. Aber der ist auch, also das Wichtigste bei Docs ist ja eigentlich nur, dass sie den Mund halten. Der ist mundhaltiger als der mundhaltigste Tote. So So, mundhaltig ist der ist der. sehr, sehr mundhaltig. Das ist doch auf jeden Fall eine. Ah, ich sehe schon. Der hat auch eine Praxis komplett off-grid, also ohne irgendwelche, also er muss auch selbst aufpassen. Cool. Was sich sehr immer zu unserem Vorzug entwickelt hat soweit, und er hält die Fresse, das ist das Beste an ihm. Cool. Na, ich kenne halt auch extrem, oder ich habe von extrem vielen Docs gehört, die mal gesehen und was weiß ich. Dass halt echt solche Typen sind, die dann eher keine Praxis haben, die irgendwie rumfahren und dich dann auf dem Billardtisch zusammenflicken. Das geht natürlich nicht, eigentlich. Nee. Glaubst du, ich würde zu sowas hingehen? Regelmäßig? Nee, oder? Das glaube ich nicht, aber also ich meine, so richtig gute Docs gibt es ja extrem selten. Also so, die nicht halt in irgendeinem normalen Krankenhaus sind oder so. Deswegen biete ich es dir an. Danke. Jo, bitte. Jo. Sie steckt sich auf jeden Fall jetzt auch eine kirscharomatisierte Zigarette ins Maul und bietet sie auch eine an. Nee, danke. Nicht? Hast Momentan du nicht mal nicht. geraucht? Doch. Ja, ich bin aber mittlerweile auf Vaping umgestiegen. Ist viel besser. Ach so, na dann. Ja, danke schön trotzdem. Ich nehme meine Vape-Zigarette aus meine E-Cig, nehme ich aus der Tasche und vape so vor mich hin. Und bist plötzlich viel sophisticateder. Natürlich, ich habe ja nur noch Wasserdampf, kein Rauch mehr. Wunderbar. Ach Mensch, dass da überhaupt aus unserem Privatleben kommt, da überhaupt nichts in den Podcast, ne? So ein Scheiß, Alter, der Ach, ist ja auch überhaupt wirklich. nicht. Ich rauche gern kirscharomatisierte Zigaretten. Ernsthaft, gibt's sowas? Gibt's Tatsächlich? bestimmt, gibt's bestimmt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form erklecklich ist. Also ich weiß, dass wir haben zum Beispiel hier für die Vapes gibt's ja alle möglichen Aromen. Egalst. Ich warte, bis Jojo wieder da ist, wenn jetzt nichts mehr passieren sollte. Und dann wollte ich mich mit Jojo zu einem Bierchen und einem White Russian irgendwo hinstellen, um mit ihr mal zu reden. Ja, die kommt doch irgendwann, Gandhi im Schlepptau. So, das Bier ist da. Hier, ihr werdet ungefähr viermal laufen müssen, wobei ihr jedes Mal schon irgendwie zwei Kästen mitbringt. Wenn Gandhi bei eins nicht knausrig ist, dann ist es Bier. Ach Manno, lass mir das doch mal. Ich lasse das sehr oft und sehr gern. Es kann ja auch nicht genug für Jojos Ansprüche gewesen sein, aber Bier, Alter, komm schon. Na gut. Das ist voll der Biertyp. Das ist leider richtig. Also Das passt ja so gut zum Namen Gandhi auch, Bier und so. Hey, Gandhi hat einen Hungerstreik gemacht, davon Bier trinken war da nie die Rede. Richtig, er hat keinen Bierstreik gemacht, ne? Richtig. Ich Das ist ja auch mach jetzt mal. unmenschlich. Bierstreik geht ja gar nicht, Alter. Da würde ja jeder Politiker sofort sagen, das dürfen wir nicht. Also, ich weiß nicht, aber da würde ich mir eher eine Milz rausschneiden als, also. Natürlich. Oder auch Bier ein trinken. Pelz. Ja, oder? Ja, würde ich auch machen. Da würde ich meinen Pelz abgeben, meine Karre, Milz rausschneiden, alles komplett. Wohnung weg. Wohnung weg. Richtig. Ja, gut. Jojo hat auch den White Russian mitgebracht. Was trinken wir jetzt zuerst? Du stellst mich da vor schwere Entscheidungen. Na, wenn, dann müssen wir jetzt zuerst den White Russian trinken und danach das Bier. Also ich Also. zumindest. Du kannst weiter White Russian trinken, wenn du willst. Auch ein White Russian sage ich natürlich nicht, nein, aber ich wollte auch noch ein Bier. Ich nehme noch ein Bier. Schön. Hör mal du, Was? sind wir gerade in außer Hörweite von allen anderen, ne? Wahrscheinlich nicht, aber wir können außer Hörweite von allen anderen gehen. Ja, lass uns mal ein bisschen zu einem der Go-Karts, zu unseren Go-Kart stellen. Okay, bisschen los. Wir sind immer noch nicht weiter mit dem, was wir vor einem Monat angefangen haben. Ja klar, das machen wir jetzt zu Ende bald. Sollen wir uns mal noch eventuell, weil wir da rein müssen, dann ein Wiki dazu holen, sag mal? Ich wollte sowieso noch jemanden fragen diesbezüglich. Ich habe ehrlich gesagt auch an Vicky gedacht. Ja, dann sollen wir doch mal die dazu holen, mal mit ihr reden, oder? Aber noch nicht jetzt, das machen wir später irgendwann mal. Dann nehmen wir sie mit jetzt. Ja, die nehmen wir dann später mit. Ja, das sage ich doch. Wir nehmen die später mit. Okay, dann sind wir doch d'accord. Wunderbar. Warum streiten wir Gut. dann wieder schon Wir wieder? streiten doch gar nicht. Ich streite jetzt mit dir. Warum streitest du denn mit Nein, keine mir? Ahnung. Ich muss es einfach. Wow. So, reicht das? Es war eine Flummi. faule Hast du den Katze. Aristocats?
Ja, genau, richtig. Du kennst es sau gut. Wenn ich das. Genau, das war der kleine Der Rote. kleine. Ja. War der rot? Ich glaube Ja, es war nicht. der kleine Rote, der das immer gemacht hat. Miau. Genau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt wieder Bier trinken und zurück zu den anderen. Und Genau. dann können wir das später in Ruhe bequatschen. Ja, die nehmen wir einfach Miete. Ja, wir wissen ja eh noch, wir müssen ja eh noch zu dem Typen ins Wallpaper. Oh Gott, stimmt. Oh, shit. Ich habe auch keinen Bock aufs Wallpaper, aber ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Der Laden ist fürchterlich. Kannst du ja vielleicht mit Vicky alleine hin, ey. Willst du nicht mit? Nein, ich weiß. Doch, wahrscheinlich schon. Nee, machen wir, machen wir, machen wir. Gut. Schön. Komm, wir fahren jetzt im Go-Kart zurück und schießen jetzt alle ab. Piu, piu. Feuer, Feuer. Jojo kann echt keinen Spielabend haben, ohne jemanden umzubringen, oder? Letzten Mal hat sie keinen umgebracht. Stimmt. Ich weiß nicht, was im Off-Topic passiert ist, im Mist, Charakterschild Mist, Mist. Sie hat wirklich keinen umgebracht. Ja. Sie hat auch im Off-Topic niemanden gekillt. Gut. Es ist ja quasi ein toller Tag. Ausnahmsweise mal. Ein schöner Monat vergangen, ohne dass sie geransomt ist. Also, einen Monat hat sie es vermutlich nicht geschafft. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Du Wenn's hast eine der Katze Teufel. gekillt, du hast eine Katze gekillt. Aber ja, aber kein denkendes Vieh. Naja. Moment, eine Katze denkt aber auch, ne? Die denkt schlafen, lecken, fressen und vervielfältigen. Ja. Wolltest du nicht ficken sagen? Nein, ich wollte eigentlich kopulieren sagen, aber. Ach so. Vermehrung wollte er sagen. Richtig. Richtig. Ja, Bier hier. So, Bier, 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 Bier. Wir haben jetzt schon wirklich oft Bier gesagt. Können wir nicht einfach trinken jetzt, anstatt so oft zu Ja, wir sagen? trinken. Gut, Prost. Bier, Cheers. Bier, 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 Nee, im Sinne der Halt den Mund nationalen und mach einen Flagge. Sitzstreik. Das war Outgame. Ach so. Mann. Ja, ihr geht da zurück, ihr trinkt mit den Leuten noch ein bisschen Bier und chillt da irgendwie ein bisschen, aber. Dankeschön. Okay, Wir die Leute sacken uns sind. Wiki ein. Ja, es sind dann fast alle gegangen. Am Ende werden noch ein paar der Kästen eingeladen in andere Wägen und so weiter. Das und bla und überhaupt. Und Vicky läuft dann auch. Sie hat nicht getrunken. Also gar Ich nicht. möchte noch an Gandhi mich ganz kurz wenden. Danke für die Einladung sagen und es war toll. Na klar, auf jeden Fall. Wir machen sowas immer mal wieder. Und dann, genau, dann haben wir immer voll viel Spaß, außer mir. Mich machen immer alle runter, obwohl ich die voll geile Ideen habe. Das finde ich nicht gut, aber bis zum nächsten Mal und bis bald auf der Arbeit. Darf ich beim nächsten Ja, Mal auch wieder Billy. mitkommen? Du hältst die Schnauze. Wieso? Du hast einfach nur Angst, dass sie dich wieder fertig machen. Muss ich gucken, je nachdem, für wie viele Leute ich so ein Ding plane und B, ob Foxy dich dann überhaupt einlädt. Als ihr Plus One. Naja, das ist ja, sie kann ja mitbringen, wen sie will. Das ist richtig. Genau. Macht's gut, Mädels. Tschüssen. Tschüssen. Oh Gott, das war jetzt gleichzeitig, oder? Fast nicht ganz. Ja, Könnt nur. euch was wünschen. Ich hätte jetzt normalerweise an anderen Tagen hätte ich gesagt, neuen Spielleiter, aber Das, das daran ist. dachte ich auch direkt, das war. Oh mein Gott, das Das ist hätte so ich jetzt gemein. gesagt. Ja, das ist dann halt so witzig, wenn du sagst, weil sie ja von dir kommen. Ja, das zweite, das mir eingefallen wäre 30 Karma oder sowas. Eine Brustvergrößerung für Flummi vielleicht noch. Also nicht für Flummi, sondern für Jojo. Ah, schön. Okay, gut, dann haben wir ja drei Sachen jetzt. Gut, mal gucken, was davon kommt. Keine Brustvergrößerung für Jojo. Natürlich nicht. Ja, ihr schnappt euch Vicky, die ist auf dem Weg zu ihrer Kiste, sprich Motorrad. Die hat ein Motorrad? Was hat die für ein Motorrad? Eins? Also, es ist kein besonderes. Es ist irgendwie weder eine Rennmaschine noch eine Geländemaschine noch sonst irgendwas. Es ist einfach so ein relativ günstiges Ding. Ist jetzt, ja, ist ein Motorrad. Zwei Sitzer, Okay. nichts Besonderes. Schobber. Nee, es ist kein Schobber. Also ist aber keine Waffe, dürfen wir gar nicht so aussprechen. Stimmt, es ist kein Chopper. Naja gut, wenn man es gegen die Wand fährt oder so, dann ist es schon eine Waffe, dann. In dem Zusammenhang müsste es dann sagen, Jobber. Flummi macht aus jedem Ding eine Waffe. Richtig. Auch Du aus kannst das so viel schöner. Menstruationstassen. Und aus Tampons. Tamponen. Tampon? Wenn es eine Waffe ist. Ein Tampon-Torpedo. Es ist ein Tamponier. Oho. Der dich dann ramponiert. Scheiße. Okay, Richtig. gut. Du wirst auf jeden Fall Lass dein mal. Blut beschmiert sein. Das ist doch auf jeden Fall schon mal was.
Natürlich. Dann lass Geil. dich. Meine Knarre ist leer. Meine Knarre ist auch leer. Verdammt, ich schmeiße mit benutzten Tampons. Die du immer bei dir trägst. Die ich leider nie bei mir trage. Verdammt. Naja, solange du ihn innen drin hast, trägst du ihn ja schon bei dir. Ja, aber Ist das ist dann auf richtig. jeden Fall zwei komplexe Handlungen, Waffe bereit machen und, ne? Mama. Zielen, zielen. Aber wenn Richtig, sie das ihn auch in den noch. Mund trifft, das ist ein sofortiger Ausnockgrund und Das ist sofortiger Tod. zehn geistig. 20k. Ne, zehn geistig. Ja, akute Ohnmacht vor Schock. Und Erbrechen, ganz schlimmes Erbrechen. Ja, das auf Übelkeit, jeden genau. Fall. Mit Übelkeitsauswirkungen. Schlimmer als ein Auswurfschock ist das dann. Das ist quasi ein Ja. Einwurfschock. Quasi. Naja gut, es kommt ja schon ein gewisses, im gewissen Maße ist es ja schon ein Auswurf, der da ist, ne? Quasi. Ach, schön, sind wir wieder lecker. Ich fand, ich musste das Thema einfach mal aufbringen. Ist ja vollkommen in Wir Ordnung. Ich habe stehen doch damit kein für Problem. Aufklärung. Entschuldige bitte, ich dachte, wir stehen für Aufklärung. Auf jeden Fall. Gut, wir sitzen im Auto mit Vicky. Was? Hast du doch gesagt, dass wir die jetzt einpacken. Geht zu der und quatscht die jetzt an. Vicky, wir Achso, machen ich. jetzt eine Spritztour, wir müssen reden. Oh Gott, bist du Es ist schwanger? was Gutes. Ja, ist Ja, sie. von dir. Richtig. Du Du hast sie imprägniert. mein Nein, das ist Gott. doch falsch. Es tut mir leid. Bitte nicht, das war schön. Sie Aber wieso guckt sollte ich zu dir kommen, wenn verwirrt. ich schwanger bin? Für Unterhalt. Außer wenn du der Vater bist. Siehst du? Deswegen bin ich hier. Vicky, Aha. willst du der Vater meines Kindes sein? Nein. Warum nicht? Du kannst doch Alter, mit mir das Kindern. Kind. Nein. Hallo, das wird das schönste Kind der Welt. Sie ist auch gut zu Vögeln und trotzdem hat sie nichts mit Vögeln am Hut, oder? Hä? Ich bin gut zu Vögeln? Das weißt du doch gar Nein, ich dachte nicht. jetzt eigentlich, Vicky ist gut zu Vögeln. Hä? Weiß ich nicht. Das hat Vicky, er bist doch du gut zu Steppi Vögeln? erzählt. Was? Das hat er doch Steppi erzählt. Jetzt setz dich mal hier ins Auto, Kind. Sie ist inzwischen rot wie eine Tomate, die überreif ist, setzt sich aber zu euch ins Auto. Ab zum Bettmobil. Ach so, wir sind ja schon im Bettmobil. Im Bettmobil. Das hat gut gepasst. Ja. Okay, und wo geht's jetzt hin und In warum? die Höhle. Okay. Wenn Ah, der ich mag das. Lötzinn schon so heiß um meinem Lötkolben und tropft. Ah, schön. Ist genug geschockt jetzt, also Muss auch Vicky, nicht wir mehr müssen rot mal. sein. Ja, wir müssen jetzt mal. Ich stehe nicht auf Frauen. Hä? Ich sag das nur Ist so. auch gut so. Okay. Wer hat denn dir Nee, darum gesagt, dass er geht's dich nicht. abschleppen will? Mich? Was? Du hast gesagt, dass du sie abschleppen willst? Hast du jetzt gesagt, er? Ich sagte, wer hat denn gesagt, dass er sie abschleppen will? Wer ist er? Von wem Wer er von redest? uns? Er, die Person, der Mensch. Ach so, Keine Ahnung, was du redest. Ich wollte eigentlich mit Vicky was ganz anderes reden. Ach so? Na, wir kamen, glaube ich, drauf, weil sie der Vater meines Kindes sein wollte. Nein, du wolltest, dass sie der Vater deines Kindes wird, Ach was nun nicht ja, aber existiert, genau, weil aber. sie mir eine Schwangerschaft angedichtet hat. Wieso Ja, hat sollte ich sie? schwanger sein? Von wem sollte ich denn schwanger sein? Dein Was Ofen ist weiß besetzt. ich? Ich glaube, wir verwirren sie jetzt. Lass uns mal den Timer zurücksetzen. Ja, bitte. Hi, wie geht's dir? Dir geht's gut. Du bist auch nicht mehr so rot wie vorhin. Das ist Outgame leider falsch, aber sag's ruhig trotzdem, das beruhigt sie. Ja, deswegen ja. Okay, das war gelogen, aber das ist nicht so schlimm. Jetzt hör doch auf. Okay, Leute, eigentlich nicht so will ja ab, aber kann ich in der Karre rauchen, bitte? Mach, wenn du willst. Super, super. Es riecht jetzt nach Kirsche und Tabak in deinem Auto. Ja. Erst ist sie es gewöhnt, dass Leute in ihrem Auto rauchen. So, eigentlich hatten wir was mit dir vor. Was Gutes, also nicht irgendwas Sexuelles. Sag das gleich Okay. vorweg. Das Das wäre auch was ist. Gutes, aber was anderes Gutes. Kommt zum Punkt. Finanziell. Finanziell. Richtig. Und zwar haben wir was geplant und brauchen vermutlich einen Dritten. Das klingt immer noch irgendwie wegen dem Na, ganzen Fahrerin. vorherigen Gequatsche. Okay, jetzt klingt's nicht mehr nach Richtig. BTL-Porn. Nein, das hat nichts mit BTL-Porn zu tun. Das Hast du klang von immer noch so. Brumliborn gehört? Ja, hab ich. Oh Ganz schön Gott. abgefuckte Geschichte. Ne?
Gut, Gut, damit hat es nichts zu tun. Richtig. Nein. Noch nicht. Hä? Jetzt verwirrst du mich. War ein Spaß. Gut, denn ich bin jetzt verwirrt. Mach weiter. Was wollte ich Was erzählen? Finanzielles und ihr braucht eine Ja, Fahrerin. genau, wir brauchen eine Genau. Fahrerin. Und du willst jetzt wahrscheinlich mehr wissen, hm? Ich bringe euch gern irgendwo hin, weil, na klar, muss ich mehr wissen. Gut, wir müssten dafür eine, wobei kennst du dich gut in der Stadt aus? Du kennst dich gut in der Stadt aus, oder? Geht. Geht. Also, kommt halt immer drauf an, wo, aber geht. Hast du jemanden, der Elektroshit loskriegt? Was denn für Elektroshit? Megakontrollen, all solche Scherzchen. Hm. Hardware, Elektronik, all sowas. Hab ich. Gut. Also in kommt drauf an, welchen Dimensionen, aber ja. Und in welchen Dimensionen müssen wir dann sehen? Na, das muss ich auf jeden Fall vorher wissen. Na, du kennst doch, wir können ja darüber jetzt schon mal reden. Du Ja, kennst doch ja. Fletcher Drone Technologies, oder? Ein leichtes Mundwinkelzucken. Yep, kenne ich. Gut, Hast die du mit haben denen was einen. am Hut? Ach so. Nee, mit denen einen Hut habe ich nichts, aber dreckige Mostran-Tochter. Alles Sehr klar, dann schön. würde ich umso mehr freuen, was wir vorhaben. Die haben ein Lager hier in der Stadt. Ja, das haben sie. Gut. Lager Und da. und Teilfertigung haben sie hier in der Richtig, und Stadt. da wollen wir rein. Und da Riga-Kontrollen und sowas rausholen und dann verhökern. Was Geld Richtig. bringt. Okay. Und. Das ist, ja, das gern, sehr gern. Schön. 20%. Klar, Klingt fair. wenn du noch jemanden reinschaffst, der da irgendwie den Kram los wird. Ja, müssen wir halt gucken, wie viel. Also auf gar keinen Fall über 10k. Das kriegen wir da nicht los. Okay. Darf ich mal ganz grob fragen, in welche Richtung du das loskriegen willst? Inwiefern? Na, ich will jetzt keinen Namen, aber irgendwie Einzelperson oder steckt da was anderes hinter? Ach so. Nee, ist schon Einzelpersonen. Also ist jetzt nicht irgendwie Gang oder Worry oder irgendwas. Alles klar. Sagen wir es mal so. Deine 20%, wo du jetzt drüber geredet hast. Wie wär's denn? Wir ziehen das Zeug raus, was du haben willst. Für dich selbst. Vielleicht eine Drohne und vielleicht, weiß nicht, vielleicht eine neue Konsole für dich oder Hardware für die Konsole. Und wir nehmen den Rest, der vertickt wird. Nee, ich brauche von denen nichts. Die sind ziemlich minderwertig. Die nehmen den Scheiß, der bei sowas wie Mostrans fertigt irgendwelchen Kack und merken, boah, das geht nicht gut los, weil das ein paar Fehler hat und was weiß ich. Warten ein paar Jahre, weil sie noch Altlager haben, schaffen das schon mal in das Lager von Fletcher, machen andere Zettel, also machen Fletcher-Werbezettel drauf und so ein Scheiß, machen anderes Gehäuse drum und verkaufen das. Das heißt, das ist relativ minderwertig. Davon brauche ich nichts. Okay. Na gut, ich glaube, mit den Einzelteilen kann ich trotzdem was anfangen. Ja, es geht Gut. halt vor allen Dingen um die Sachen, die wirklich was bringen, wie Riga-Konsolen oder kleine Drohnen oder irgend sowas. Das ist alles echt nicht das tolle Zeug. Kleinsensorik und sowas, da gibt's nicht viel, was man, also da gibt's auch viele Sachen, die man falsch machen kann, aber das geht meistens noch. Naja. Ach, für Ach so, Einzelteile. keine Toten. Klar. Nö, war nicht geplant. Gut. Also Wir wie gesagt, sind. bis 10k kriege ich das los, ist, ja, Und was ist, genau. wenn wir über 10k haben? Dann gucke ich, ob ich noch jemanden finde, der mir das abnimmt. Ja, da müsst ihr aber auch gucken. Ich meine, 10k, ich weiß nicht genau, was die im Lager haben natürlich, aber Wir ich müssen glaube, eh mal so sehen. wertvolle Sachen kriegen die da nicht raus. Und ich meine, wenn die das für 8k verkaufen, kriegt ihr es sowieso nicht für 8k los an jemand anderen. Das ist klar, dann kriegen wir es maximal für 4 los, wahrscheinlich. Also ungefähr vermute ich schon. Mal sehen. Wir gucken mal einfach, was wir da rauskriegen. Aber wäre, glaube ich, schon geil. Cool. Das eines der Probleme, die wir noch haben, ist, dass das ja in einem Distrikt liegt, wo man nicht so einfach so durch die Gegend kutschiert. Also, ne, du weißt schon, was ich meine. Ich kann euch reinfahren, ich kann da aber nicht, ich kann euch abholen, aber ich kann da nicht bleiben. Ich habe da gearbeitet. Bin dann ein bisschen weiter weg, aber ich habe da gearbeitet. Das ist insofern gut, als dass du dann die ganzen Abläufe da kennst und das ganze Prozedere kennst und auch weißt, wie wir da vermutlich leichter uns bewegen können, ohne Probleme zu bekommen. Also, es ist schon eine ganze Weile her und ich war nicht bei deren Lager, aber das ist egal. Also ich weiß, ich kriege euch auf jeden Fall rein, das ist überhaupt nicht das Es geht ja eher Problem. um den Stadtteil. Naja,
Am besten könnt ihr euch bewegen. Es gibt halt, naja, es gibt zwei Möglichkeiten. Die Leute haben immer mal Geburtstag und sowas und holen sich da irgendwelche Nutten. Das ist auch der Weg, wie ich euch reinbringen würde. Da kommen nämlich Mich? auch Sinnlose rein. Wieso nicht? Sieht aus wie eine Nutte. Das darf mal meine Sorge sein. Alles klar. Dicker roter Lippenstift, Lidschatten und du siehst aus wie eine Nutte. Rouge nicht vergessen. Orangen unter das T-Shirt. Irgendwas halt, aber ich Wild. meine, das würde funktionieren. Da kriegt ihr ein bisschen Ja, Kohle passt schon. und dann seid ihr drin. Dort drin selbst, naja, das ist schwierig, weil es halt wirklich eigentlich nur zum Arbeiten da ist und dann hast du dann vielleicht ein paar Essensstände und sowas, aber dort halten sich die Leute nicht ewig auf und gucken irgendwo. Ja, aber wir wollten da auch nicht ewig in dem Shop dann drin bleiben. Wir wollen da rein und wieder raus. Nee, in Naja, das Lager Moment, könnt ihr ja eh nicht. wenn wir da sind, nee, in das Lager kommen wir so ohne weiteres nicht, weil wenn wir da sind, können wir immer noch einen auf Kanalarbeiter oder so einen Scheiß machen. Genau, das meinte ich als nächstes. Also da brauche ich irgendwie eine Arbeits. Ne? Weißt du, also weißt du, wer da irgendwie den ganzen Scheiß immer wartet oder so? Oder sind das verschiedene Firmen? Ach so, die Infrastruktur, die öffentliche. Das Ja, wird das ist hauptsächlich wahrscheinlich. Energia und Rabotnik, hauptsächlich Rabotnik sein. Gut. Energie. Aber es gibt. Warte mal. Gut, müssen wir mal gucken. Nee, sonst fällt mir leider gar nichts ein. Es gibt. Doch, es gibt, also früher gab es immer noch aus den Gefängnissen irgendwelche Gefängnisarbeiter, die da auch einfach so ganz sinnlose Sachen gemacht haben, wie Straßen schrubben und Straßen kehren. Das ist noch vielleicht eine Möglichkeit. Rosa Overall und dann putzen, aber weiß nicht. Rosa? Orange natürlich. Sorry, ich Okay. hab Ja, grad. wieso denn nicht rosa? Weil es noch kein rosa Gefängnis gibt oder so, glaube ich. Es Na, gibt was? natürlich orangene Gefängnisse, das weiß man ja. Na, also ich sag mal, ich glaube, Kanalarbeiter oder sowas wäre eigentlich fast besser. Weil, dass ich mir ein Gefängnis blade, dann bräuchten wir auch jemanden, der theoretisch auf uns aufpasst oder sowas, oder? Wir sind doch immer nie alleine, die haben nochmal Bewachung. Geht. So wie ich das mitgekriegt habe, haben die einfach Schockhandschellen. Also Schockarmbänder Ach eher. Und so. wenn die sich aus einem gewissen Parameter rausbewegen, sind die einfach am Arsch. Ja, gut, aber sind doch die Leute viel misstrauischer. Keine Ahnung. Ich weiß, dass es Du früher warst noch so nie war. Es fiel mir ein. Gefängnisinsassin. Nein, ich war noch nie eine Gefängnisinsassin. Das hast du gut gemacht. Gucken wir mal. Mal gucken, was wir da so rankommen. Vielleicht kommen wir auch irgendwo mal an eine Uniform oder sowas ran. Die sollten nicht so schwer zu beschaffen sein, denke ich. Muss man mal irgendwo eine klauen oder sowas. Ja, aber das glaube ich geht. Das kriegt man hin. Ja, denke ich auch. Plus, zumindest habe ich mal von jemandem gehört. Ich habe aber nie selber mit dem gesprochen. Alles, was ich weiß, ist, dass er wohl ein Arschloch ist. Aber mal gucken. Der da irgendwie oft in der Gegend rumgeistert und sich da wahrscheinlich noch so ein bisschen auskennt. Ach so, ja. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir noch mit dem labern sollten, Da vielleicht musst du oder aber nicht. vorsichtig sein. Inwiefern? Na, es gibt auch immer mal Typen, die sowas machen hier, ich bring dich da irgendwo hin und die haben dann einen Deal mit den Wachen da am Eingang, dass sie ab und zu mal jemanden ausliefern und dafür kriegen sie viele Leute durch, damit deren Statistik halt ganz gut aussieht. Und die dann auch ein bisschen Geld bekommen, die Wachleute. Ich weiß halt nicht, natürlich ist das extrem rufschädigend, aber du kannst ja nie rausfinden, ob es einfach Pech war, dass sie die Leute nicht durchbekommen hat oder ob er sie halt verraten hat. Weiß ich nicht, aber. Dann muss ich vorher, glaube ich, nochmal einen Anruf tätigen, aber möglicherweise kriege ich das dann raus und vielleicht habe ich dann auch so weit Glück, dass er sich das vielleicht nicht traut. Du willst ihm also dann Druck machen. Ich will ihm keinen Druck machen. Sie grinst. Okay. Also meiner Ansicht nach Kanalarbeiter-Sache dürfte ziemlich gut funktionieren, wenn du grundlegend Ahnung von sowas hast und dich da Habe ich. ausgeben. Zumindest von Großleitung, Leitungswartung und den ganzen Scheiß, da habe ich grundlegend Ahnung von. Dazu irgendwas muss ich ja auch gut sein. Kann ja nicht immer nur zur Ziele mitkommen. Ich habe keine Sie Ahnung, was du sonst grinst. so machst. Ich von daher. Ach ja, vergesst die Atemfilter nicht. Kein Ding. Cool. Ich muss jetzt nochmal Oti fragen. Das ist jetzt schon, ja, irgendwie ein bisschen ins Hintertreffen geraten, Hintergrund geraten. Schon so lange her. Der Typ, warum wollten wir nochmal mit ihm reden? Wie wir reinkommen in das Genau. Gebiet. Ach so, ja, gut, das hätten wir ja jetzt eigentlich durch Wiki, da bräuchten wir den ja gar nicht mehr. Die Frage war, kannte der sich da auch aus und wusste was über die Gegebenheiten dort? Weil das Das hat wisst ihr Wiki ja nicht. offensichtlich nicht mehr so drauf. Also das war nicht ganz klar. Es hieß, der kriegt euch vermutlich rein und der macht da irgendwas rum. So ungefähr waren Vlads Worte, aber die sind ja auch wie immer sehr aufschlussreich.
Ja, wir könnten mal mit ihm reden für Intel einfach. Ja, ich wollte schon sagen. Aber auf der anderen Seite, je weniger Leute davon wissen, was wir vorhaben, desto besser ist es. Ja, klar, deswegen wollte ich ja nochmal labern und mal gucken, wie das da aussieht. Und dann rufe ich da einfach nochmal an. Und dann kläre ich mal, wie viel der vielleicht wirklich weiß und wie viel nicht und ob sich das überhaupt lohnt. Und wenn wir uns nicht sicher sind, ob sich das lohnt, dann können wir es vielleicht auch lassen. Oder? Was meinst du? Jo. Alles klärchen. Ich würde, also ihr wollt ungefähr 10.000 daraus schaffen, reine 10.000 maximal, oder? So, ja, das, ich meine, ich brauche auch noch ein bisschen Kram für mich und so ein Scheiß, aber ja, theoretisch schon. Was brauchst du für Kram für dich? Na, ein bisschen kleine Elektronik und also ein paar Sensoren, so ein Krams, aber irgendwie alles, was klein ist und so weiter, das ist nicht schlimm. Das kann ich mir auch aus Resten zusammensuchen. Okay. Ich versuche mal die nächsten Tage das mit meinem Guy abzumachen, dass wir das dann halt irgendwie loskriegen. Weil das sollte irgendwie sehr zeitnah passieren, meiner Ansicht nach. Will nicht ewig so auf heißer Ware sitzen bleiben. Ja, entdecken kann man das gegebenenfalls ja, noch. Ist ja, also ich hab außer meinem Motorrad noch eine Karre mit einem fetten Störsender. Oh, genau, Störsender brauche ich auch noch. Aber das kann ich mir da auch, da kann ich mir da auch die Einzelteile zusammenholen. Das haben die wahrscheinlich nicht da. Weiß ich nicht, bestimmt nicht. Aber Einzelteile kriegst du da auf jeden Fall. Ja, dann baue ich mir das selbst zusammen. Aber für die erste Zeit halt Störsender im Auto und dann halt schnell verkaufen und im Auto noch entdecken, wenn du das kannst. Na, bei so super special Kram kann ich es vermutlich nicht, aber ich glaube, das, was da ist, das ist ja auch nicht so extrem super special mäßig, deswegen müsste das gehen. Nee, so super special mäßig sollte da nichts sein. Wie gesagt, das sind hauptsächlich Produktionsabfälle. Dann kriege ich das hin. Gut. Gut. Ja, Jojo ruft dann irgendwann nochmal ihren Bruder an. Muss aber jetzt nicht im Auto sein. Mhm. Könnte aber, weiß ich nicht. Kurze Frage, bringt ihr mich zurück zu meinem Motorrad? Ja. Och ja. Das ist super. Selbstverständlich. Damit ich das jetzt auch mal, wenn ich da bei ihm frage, kann ich noch gleich mal ein paar andere Sachen. Braucht ihr noch irgendwas von wegen, ja, keine Toten, klar, aber noch irgendwas, Gel, Munition, irgendwelche Waffen, irgendwas anderes? Nee, hab ich alles. Hast du eine Knifte für mich eigentlich? Ich hab eine für dich. Awesome. Auch Gelmuni noch. Den Great. Ganzen Kram. Kommt doch, wenn du was haben willst. Ich hab verschiedene Sachen. Kannst dir was aussuchen. Das werden wir dann sehen, wenn wir bei dir sind, oder? Ja. Gut, klasse, danke. So, Brillen für geteilte Videofeeds und sowas habt ihr? Ich hab Kontaktlinsen drin. Okay, alles klar. Muss man eben gerade gucken. Doch, hab ich. Haha. Dann fällt mir jetzt erstmal auch nichts mehr ein, was man noch so... Na, die Atemfilter und die Handschuhe müssen wir noch vorher holen und eventuell Kabelbinder zum... Haben wir noch einen Bumsbulli. Haben wir noch? Atemfilter kannst du von mir einen bekommen. Oh, das wäre lieb, ja. Das ist ja kein Problem. Genau, ja. Und im Bumsbulli haben wir noch Handschuhe und Kabelbinder und Tape und den ganzen Shit. Ihr seid ja ganz schön ausgerüstet schon mit Kabelbinder und Duct Tape und was weiß ich. Man kann nie genug Panzertape haben. Ja, sowas fällt mir ja nicht sofort auf. Okay, alles klar. Hallo? Fällt doch hast auch du schon mal auf. Im Winter irgendwo rumgedingst und deine Sachen waren kaputt? Panzertape hilft immer. Gegen alles. Auch gegen Feuchtigkeit. Wenn du keine Gummistiefel hast und durch den sauren Regen läufst und überall tiefe Pfützen sind, voller Schlamm, durch den du eigentlich nicht durchlaufen willst, wickelst du dir einfach Panzertape um die Füße und um die Beine und alles ist gut. Und Lahme können sehen und Blinde wieder gehen, nur mit Panzertape, ich verstehe. Natürlich. Das hilft auch gegen AIDS. Schlecht höre du zu gut, aber gut sehe du zu schlecht. Alles sie grinst. Wunderbar. Ich sollte zur Werbung gehen. Lass erstmal das machen und dann gucken, dann findest du bestimmt noch was bei der Werbung. Meinst du? Ich glaube nicht. Na was, also ganz ehrlich, was soll denn das für eine Werbung sein? Das ist dann einfach nur, weiß ich nicht, überall bunte Explosionen und kreischende Geräusche überall und 7000 Leute, die gleichzeitig singen. Du unterschätzt mich. Mit Werbung kennst du dich doch schon aus für gewisse Sachen. Ich kenne mich mit Werbung aus für gewisse Sachen? So, hi. Schnull. Ich knall dir gleich ein Weibstück. Oh, okay. Ich hab's nicht verstanden, musst du mal wieder hier. Ich hab's akustisch nicht verstanden, ich will wissen, was ich versucht hätte. Heimwerker King. Achso, das gut. Sehr schön. Ich hab's aber nicht gesagt. Also bevor ihr euch jetzt schlagt, machen wir nicht, keine Sorge, nicht. Nur liebevoll. Liebevoll. Tätscheln uns. Mhm.
Dann würde ich aber, bevor ich jetzt anfange zu täscheln und was weiß ich, dann würde ich auch lieber hier aussteigen, bevor ich bei meinem Motorrad bin. Ich weiß nicht, sonst werde ich am Ende noch Oh. involviert oder so, und das will ich nicht. Was denkst du eigentlich? Ihr habt mich schon... Sie glaubt, dass wir ein Verhältnis haben, Billy. Haben wir nicht? Hallo, das ist echte Geschwisterliebe. Nee, jetzt... Vicky, jetzt mach dir mal keinen Kopf hier. Mach ich auch nicht. Gut. Machst du einmal einen Witz, versteht da wieder keiner. Na, weil du sonst auch immer so verlegen geguckt bist und sogar bei deinem Witz rot geworden bist. Ja. Na ja. Stimmt. So, guck mal, da ist sogar schon dein Motorrad. Super. Meldet euch, sobald irgendwas ist und weiß ich nicht, wann... Ist deine Nummer noch aktuell? Ja. Gut. Und ansonsten halt müssen wir uns dann mal absprechen, wann wir da hinfahren. Ja, sonst ja. Hast du noch irgendwelche Requests für Informationen, die du vorher haben willst? Was habt ihr denn? Kannst du mir das zusammenfassend auf den Chip geben? Noch gar nicht so viel, deswegen, wir waren ja erstmal noch am Überlegen, das zu machen und wir müssen jetzt erst noch gucken, dass wir die Infos zusammenkriegen. Hm. Jo. Ja, alles klar, ich guck auch mal, aber ja, also wenn du mir einen Chip geben kannst, dann wäre das super. Ich habe nur gedacht, falls du schon irgendwelche Sachen konkret wissen willst, die du garantiert so bekommen kannst, dann kannst du ja Bescheid sagen, damit ich mich drum kümmere. Na, der Plan war auf jeden Fall vielleicht mal, also ich fand es gar nicht so blöd, wirklich mal so eine Art Kanalarbeiter oder irgendwas anderes dahin zu fahren, um sich das Ganze überhaupt mal anzugucken. Das ist vielleicht gar nicht so dumm. Dann wissen wir nämlich wenigstens mal, was da abgeht. Und dann haben wir auch einen Grund, weshalb wir da lange genug rumgeistern, ohne dass es auffällt. Und gegebenenfalls irgendwo mal eine kleine Minikamera, weil die kann man problemlos kaufen, irgendwo installieren und dann hat man den Scheiß auch auf Bild und die ganze Zeit und hat es dann im Blick und bequem von zu Hause aus. Oder halt irgendwo anders. Das ist eigentlich ganz unterwegs. Cool, deswegen. Na, davon bin ich ausgegangen, dass ihr dann da irgendwelche Kameras dran machen wollt. Genau. Und brauchst du auch nicht kaufen, habe ich bestimmt noch irgendwo rumliegen. Ja, irgendwo habe ich, glaube ich, auch noch welche, mal gucken. Ja, aber, weiß nicht, mit Restlicht und so. Weil die habe ich nicht. Das Wichtige ist ja, dass du nachts was siehst. Ja. Gut. Muss ich vielleicht mal die alte Drohne aufschrauben. Ach so, Billy, du sagst Hacking. Nein, Foxy, du sagst Hacking. Sag halt Billy von jetzt an, ist doch okay. Ja, mir wäre es schon lieb, wenn wir ab jetzt auf jeden Fall irgendwie bei jeder Matrix-Kommunikation würde ich bei entweder Foxy bleiben oder was anderem, was du mir sagst, bei Jojo und bei Vicky. Du bist Vicky und ich bin Foxy und sie ist Jojo, ne? Nein? Gut. Okay. Genau, du sagst Hacking und Jojo, Kanalarbeiter hast du gesagt. Und ansonsten hast du gesagt, du bist die Waffenbastlerin. Na, ich kann mit Hardware um, ich kann eigentlich mit allem um, wo sich drin rumschrauben lässt. Fahrzeuge nicht so gut und Drohnen auch nicht so gut, aber der Rest geht schon. Aber Schlösser und sowas? Ja, Schlösser krieg ich auf. Okay. Also, wenn sie jetzt nicht so megamäßig gut sind. Ich kann also, mal noch... Keine Ahnung. Ne? Ich Was? Kann mal noch gucken. Ah, das wird zu teuer. Nee, okay, passt. Na, ich sag mal, normale Standardschlösser, auch Standard-Max-Schlösser kriege ich auf. Also alles, was jetzt so super special ist, da habe ich Probleme, aber der Rest nicht. Der Rest geht. Gut. Wunderbar. So, jetzt Ausstieg. Gut. Tschüss, gute Nacht. Tschüss. Und so kam es, dass ich mich nun in der Rolle befinde, die mir gar nicht so hundertprozentig gefällt, nämlich die, ich schicke ihnen einen NSC mit, der bei dem Run irgendwie hilft, weil sie es eigentlich schon brauchen können, aber er muss irgendwie schon auch beim Plan mithelfen, aber nicht zu viel verraten, aber sich auch nicht anstellen wie der letzte Vollidiot. Das ist, da muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt geschissen kriege, wir werden sehen. Ja, ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Denn Ausblick nächster Spielabend, es entwickelt sich alles gemächlich, so wie es sein muss. Ansonsten gibt's nicht viel zu sagen, deswegen jetzt das übliche Geblabbel. Tops, rechte Shadowrun, Pegasus, rechte Shadowrun in Deutschland. Wir, rechte nur zum für Werbezwecke und für unseren Freizeitshit, nicht Geld machen. Wir, Creative Common Non-Commercial Attribution License. Gucken WordPress, ist gut. Habe ich was vergessen? Ja, Musik, Kremlkrautz, wie immer, Intro, deutsches Essen in Russland und Outro auch.
Und die ganzen Empfehlungen, die kann man sich auch mal irgendwo anders ändern. Und ich muss jetzt nicht noch so viel reden. Mir wird immer gesagt, ich rede zu viel. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Kann man mir gerne mal schreiben, ob das so ist? Ob ich dann immer noch sinnlos viel Zeit fülle mit irgendwelchem Geschwafel, das eigentlich keinen interessiert, da einfach nur die Runde so pseudo runter mache und einfach nur Stunde um Stunde um Stunde um Stunde um Stunde um Stunde um Stunde fülle, nur um noch mehr quasi Scheiße, dann, ja, um einfach irgendwas zu sagen, weiß ich nicht. Bin ich mir echt unsicher, deswegen hier die Frage, ich habe sie schon mal formuliert, ich mache es jetzt nochmal, rede ich zu viel? Also beim Outro-Intro. Ansonsten ist ja Flumi die viel redet, aber wenn dem so ist, schreib's doch einfach mal. So, bis zum nächsten Mal. Oh, doch noch nicht bis zum nächsten Mal. Da ist mir leider jetzt gerade noch zufällig eingefallen, dass ich ja noch was ankündigen muss. Oh, wie konnte ich das nur vergessen? Vielleicht, weil ich so viel rede. Bin mir gar nicht sicher. Nein, da wir jetzt keinen Puffer mehr haben, gestern gespielt haben. Heute ist jetzt quasi die Session von gestern geschnitten worden von mir. Die müsste theoretisch morgen rauskommen. Das werden wir vermutlich nicht schaffen. Weiß ich nicht, schon weil ich auch jetzt später dran bin, als ich das eigentlich versprochen habe. Am Sonntag werden wir vermutlich pünktlich sein, da wir aber erst nächsten Dienstag spielen, werden wir auf jeden Fall nicht nächsten Mittwoch eine Folge hochladen. Darauf kann man sich schon mal einstellen, wenn man das irgendwie pünktlich hören wollte. Ne? Also ein bisschen warten, dann passt das. Da wir dann nach der Episode 3 auch die Prequel-Test-Sessions hochladen, auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, warum wir das eigentlich tun, da haben wir dann wieder den Puffer und dann läuft auch alles wieder geschmeidig. So, jetzt aber ändern.